Das Kätzchen ist voll süß, ist das Beste. Pah, Puppen sind viel besser, von wegen. Mein Bauch knurrt. Ich habe großen Hunger. Ich brauche einen Snack. Endlich, sie ist weg. Das ist die Gelegenheit. Muss aber schnell sein. Jasmine darf mich nicht sehen. Das wird lustig. Bin wieder da. Ich habe leckere Schokolade bekommen. Warte. Meine Puppe. Was? Was ist passiert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist voll eklig. Stimmt was nicht? Wie ist das denn passiert? Ist wohl ein Geheimnis. Du warst das. Ich muss den Puppendoktor anrufen. Das ist ein Notfall. Überall ist Schleim. Ich find's voll lustig. Mh, die sind so lecker. Es gibt nichts Besseres. Die könnte ich jeden Tag essen. Lecker. Mehr, ich will mehr. Gib mir auch was Süßes. Du bekommst keine Süßigkeiten. Ist nur was für Menschen. Guck mich nicht so an. Ich mach nicht die Regeln. Hey, Mindy. Sag Hallo zu meiner neuen Puppe. Wow, ich glaub das nicht. Guck dir dieses Oberteil an. Das ist so schön. Sieht gut aus, stimmt's? Meine Puppe ist voll stylisch. Das ist unfair. Meine braucht nicht so was Schickes. Oh, sei nicht traurig. Es ist okay. Das sagst du so leicht. Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche nur was Süßes. Hä? Was? Vertrau mir, ich weiß, was zu tun ist. Ich lege die Bonbons auf den Teller und zwar einmal rundherum. Ich wechsle aber die Farben. Das soll schön bunt werden. Hm, das macht Appetit. Gleich fertig. Das war der letzte. Jetzt gieße ich Wasser dazu. Die Bonbons müssen bedeckt sein und dann entfaltet sich die Magie. Die Farben mischen sich langsam. Wow, das sieht hübsch aus. Genau wie ein Regenbogen. Siehst du das? Ich lege das Puppenshirt ins Wasser. Dann muss es noch trocknen. Wow, sieht toll aus. Hey Mindy, guck's dir an. Wie cool. Das ist fantastisch. Du hast das gemacht. Wow. Danke, Jasmine. Lass uns spielen. Wow, der Film ist echt gut. Ich kann nicht weggucken. Ich hab voll Spaß. Hm, das Popcorn ist knusprig. Nichts kann das ruinieren. Hä? Oh, hi Mama. Ich habe etwas für dich. Es ist eine neue Puppe. Was? Gib sie mir. Ich will sie sehen. Wow, was für ein Tag. Danke, Mama. Sie wird meine beste Freundin. Wow, guck sie dir an. Sie ist so hübsch. Warte mal. So geht das nicht. Was ist los, Schatz? Was stimmt nicht? Guck dir ihre Haare an. Die sind so glatt. Die müssen lockig sein. Oh, entschuldige, Schatz. Ich hab's. Der Strohhalm, der wird helfen. Diese Puppe verschwindet jetzt im Salon. Zuerst eine Schüssel und eine Kanne heißes Wasser. Das Wasser kommt in die Schüssel. Da tauche ich die Puppenhaare ein. Die müssen schön nass werden. Dann kämme ich sie. Diese Puppe wird verwöhnt. Jetzt schneide ich den Strohhalm zu. Genau so. Die müssen gleich groß sein. Ich brauche eine Menge davon. Jetzt wickle ich die Haare um den Strohhalm, wie beim Lockenwickler. Dann noch feststecken. Zeit für ein weiteres Bad. Das ist das letzte Mal. Ich bin gespannt auf ihre Haare. Sie wird perfekt aussehen. Ich kann es kaum erwarten, sie Mindy zu zeigen. Hey, schau mal. Wow, wie cool. Wir könnten Zwillinge sein. Du bist die beste Mama. Sie ist perfekt. Schön, dass ich helfen konnte. Meine Puppe ist die schönste. Sie sieht immer toll aus. Mir gefällt ihr Sinn für Mode. Hallo, Mama. Hallo, Schatz. Was für ein Tag. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Jetzt kann ich mit dir Zeit verbringen. Sie ist so bezaubernd. Wow, so eine schicke Handtasche. Da passen alle Accessoires rein. Die hat echt viel Platz. Warte mal. Da ist ein Loch drin. Das kann nicht sein. Das ist eine Katastrophe. Meine Puppe wird ausgelacht. Mama, du musst mir helfen. Oh nein, das ist nicht gut. Lass mich mal sehen. Hm, das ist wirklich ein Problem. Hm, lass mich nachdenken. Ich habe hier eine Plastiktüte. Ich weiß, was zu tun ist. Fangen wir an. Ich lege die Plastiktüte auf den Tisch und zerschneide sie. Ich brauche nicht viel von der Tüte, nur ein großes Quadrat. Das sieht groß genug aus.
Jetzt brauche ich Klebeband. Das klebe ich auf die eine Kante. Ungefähr so. Dann klappe ich es um und klebe es fest. Sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Jetzt falte ich es in der Mitte. Dann kommen hier zwei Schnitte rein. Ich will die Ecke abschneiden, aber nicht zu viel. So geht's. Dann aufklappen. Ich dekoriere sie noch mit Stickern. Sie sieht süß aus. Ich denke, sie ist fertig. Oh, Jasmine. Schau mal, was ich habe. Das ist für deine Puppe. Hä? Was ist das? Wie cool. Genau, was ich brauche. Ich werde die gleich ausprobieren. Die ist toll, Mama. Meine Puppe wird sich freuen. Guck sie dir an. Puh, ich bin erleichtert. Wir gehen shoppen. Das Leben ist toll, aber einen Farbklecks in deinen Alltag zu bringen, kann sehr aufregend wirken. Um dir dabei zu helfen, genau das zu machen. Ziemlich cool, oder? Wartet, wartet, ihr könnt alle einen Blick auf meine fabelhafte neue Handyhülle werfen. Ich verrate euch sogar, wie ich sie gemacht habe. Oder vielmehr, warum ich sie gemacht habe. Den benutze ich später. Geht's zum Matheunterricht da lang? Wow, nasser Boden. Oh Mann. Phew. Nein! Oh Mann, mein Handy. Die Hülle ist total ruiniert. Ich glaube nicht, dass das wieder abgeht. Was für ein Pech. Aber eigentlich ist das ganz cool. Nagellack kann mehr als nur Nägel lackieren. Gieß etwas ins Wasser, mach eine Zickzack-Bewegung. Und siehst du, wie es schwimmt? Tauch die Hülle dann einfach ein und dann wackele ein bisschen hin und her. Sieh dir das an, es ist auch perfekt getrocknet. Wirklich einzigartig. Und so wird's gemacht, Leute. Hey, pass doch auf. Sorry, kannst du es mal lesen? Ah, ja, denke schon. Oh, das kann ich ja kaum fassen. Hey, fang! Ich krieg's nicht. Es entkommt mir. Wir tauschen Notizen aus, ha? Huh? Das gehört jetzt mir. Nun wird Kevin nie erfahren, dass ich ihn liebe. Aber vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Seht ihr dieses normale Notizbuch? Es wird gleich zu einem geheimen Nachrichtenübermittler. Keine Sorge, es gibt einen Grund für all diese Farben. Aber zuerst beklebe ich alles. Sobald das Klebeband drauf ist, kannst du die schwarze Farbe auftragen. Verwende eine Rolle oder einen Pinsel. Achte nur darauf, dass sie schön dick aufgetragen wird. Fast fertig. Sobald sie getrocknet ist, ritzt du mit einer Spitze ein, was du schreiben möchtest. In diesem Fall eine Liebesbotschaft. So hübsch. Kevin! Danke, aber wozu brauche ich das? Hä? Huh? Schau doch mal auf die Vorderseite, Dummerchen. Sie liebt mich? Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mein Herz klopft wie verrückt. Hier hast du dein Notizbuch zurück. Hey! Was? Das ist nur mein Notizbuch. Sehen Sie? Hm, ich denke, das ist okay. Puh, das war knapp. Gibt's irgendwas Besseres als einen großen Hotdog mit Ketchup? Das reicht mir schon. Ich nehme das, danke. Ja, genau, eine dicke Schicht muss drauf. Oh, ekelig. Nun, wo war ich? Es ist soweit. Komm zu Mama. Was war das? Mein Shirt. Wie konntest du das nur tun?
Das war ein Unfall. Lass mich das in Ordnung bringen. Nein, nicht weinen. Ich weiß nicht. Aha! Ich bring das in Ordnung. Okay, probieren wir es mal. Siehst du, wie der Stift im Wasser ausläuft? Und hier kommt die Sprühflasche ins Spiel. Bereit? Dieses Shirt bekommt ein Makeover. Drehe es mit einer Gabel so ein. Und dann bündle es mit deinen Händen. Befestige es dann mit Gummibändern. Und besprühe es mit dem gefärbten Wasser. Nutze verschiedene Farben, um es interessant zu machen. Mache jeden Abschnitt andersfarbig. Sieht fertig aus. Und siehe da, dein fertiges Meisterwerk. Das sieht ja noch viel besser aus als vorher. Man sieht nicht mal mehr den Ketchup-Fleck. Hab dich lieb, beste Freundin. Das war die ganze Zeit mein Plan. An mir kommt kein Schmutz vorbei. Man wird hier nie fertig mit dem Putzen. Wie kommt der denn dahin? Das ist inakzeptabel. Deine Tage hier unten sind gezählt. Das ist ganz schön viel Kaugummi. Und so klebrig. Ich frag mich, wem der gehört. Kevin hat blondes Haar. Ich weiß nicht. Was ist mit ihr? Nee, ihr Haar ist zu dunkel. Das würde keinen Sinn ergeben. Und was ist mit dem Mädchen? Das könnte definitiv ein Match sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, wir haben eine Übereinstimmung, Leute. Und was mache ich jetzt damit? Ich brauche etwas Hilfe. Oh, Mann! Siehst du diese Kugel aus Knete? Sieht ein bisschen aus wie Kaugummi, oder? Gib etwas Kleber drauf. Und klebe einen kleinen Magneten drauf. Ich habe ganz viele davon gemacht. Ha! Das sollte ihr eine Lektion erteilen. Ah, das darf ich nicht verpassen. Ah, heute ist ein harter Tag. Ist das abgekauter Kaugummi? Wer macht denn sowas? Das ist Knete. Das war Gabby. Oh, hey, was ist denn hier los? Weißt du irgendwas darüber? Tja, eine Kostprobe deiner eigenen Waffen. Oder besser gesagt, Kaugummi. Ist das meiner? Ups, tut mir leid. Frieden. Okay, alles verziehen. Dann lass uns den teilen. Ich sagte teilen. Scheint so, als hätte ich einen Platz in der ersten Reihe. Ist Kevin nicht ein traumhafter Typ? Okay, das ist mein Moment. Hey, hallo, Kevin. Was liest du denn da? Kevin, warte auf mich. Das Buch ist ziemlich gut, oder? Ich spreche aus Erfahrung. Buchzwillinge! Ja, ich rutsch einfach hier rüber. Mag er mich etwa nicht? Hoffentlich sehen meine Haare noch gut aus. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Gemeinsamkeiten. Zeit für ein kleines Makeover. Siehst du diesen Marker? Benutze die Tinte, um die Haarmaske zu färben. Und dann richtig gut durchmischen. Und schon ist es fertig. Du kannst das mit mehreren Farben machen. Trage es mit Handschuhen auf eine Haarsträhne auf. Und wickle sie dann in Folie ein. Mach das mit so vielen Strähnen, wie du möchtest. Und jetzt warten wir. Bereit für die große Enthüllung?
So cool! Kein Friseur erforderlich. Das ist fabelhaft. Yep. Hey, du hast deine Haare gefärbt. Ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als ich dachte. Ich denke, alles ist fertig. Ich will, dass die Party perfekt wird. Warte mal, das sieht nicht richtig aus. Also gut. Ich stelle diese Muffins hier hin. Ich bringe das in Ordnung. Wie sieht das aus? Immer noch nicht zufrieden. Hey, Lilly, sieht gut aus. Oh nein, Mickey, setz dich nicht hin. Hä? Nein! Oh, das klang gar nicht gut. Warum ist das Sofa so matschig? Oh, ich habe mich auf die Muffins gesetzt. Oh, sie sehen nicht so schlecht aus. Ups, ich bringe es wieder in Ordnung. Wo geht sie hin? Ha, ich sagte doch, ich würde... Wow! Uff, keine Sorge um mich, rette die Muffins. Oh nein, es regnet Muffins. Geht es dir gut, Mickey? Das lief nicht nach Plan. Es tut mir so leid, Lilly. Ich wollte nur helfen. Warum passiert mir das immer? Die Party ist ruiniert. Es war ein Versehen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich beginne mit diesen Popsicle-Formen. Ich lege die Muffinstücke in die Form. Ein Regenbogeneffekt. Ich stelle sicher, dass sie alle festgedrückt sind. Es sieht gut aus. Ich schiebe ein Eisstäbchen in den Kuchen ein. Und jetzt tauche ich sie in geschmolzene Schokolade. Ich muss die Schokolade nur fest werden lassen. Ich dekoriere sie mit Schokolade. Ich träufle sie einfach darüber. Und verwende verschiedenfarbige Schokolade. Sieht sehr gut aus. Das gleiche mache ich mit weißer Schokolade. Sieh mal, was ich habe. Wow, die sehen lecker aus. So beeindruckend, Mickey. Wow, sie sind köstlich. Ich will mehr. Hey, Penny, schau mal. Was ist? Was ist denn los? Oh, das war meine Lieblingsjeans. Das ist ja so peinlich. Oh, hi. Nö, nicht interessiert. Oh, ich dachte, ich hätte einen Kunden. Niemand kauft meine Schokolade. Hey, hier drüben. Igitt. Jeder liebt Schokolade. Was mache ich denn falsch? Ich werde nie einen Welpen haben. Was kann ich tun? Mein schöner Traum ist jetzt Geschichte. Es war etwas unsanft, aber ich habe es geschafft. Oh, hi, Lilly. Warum bist du so traurig? Kauft niemand deine Schokolade? Ich habe alles versucht. Oh, ich habe eine Idee. Komm mit mir. Wow, ist das sicher? Wohin gehen wir? Wir gehen zu diesem Schloss. Willkommen in meiner Küche. Wow, so viele Süßigkeiten. Das ist echt cool. Wir machen jetzt leckere Schokolade und all deine Probleme werden gelöst. Erstens brauchen wir diese Form. Ich male ein Schokoladenherz in die Form. Oh, es ist so süß. Ich male noch mehr und verwende verschiedene Farben. Es sieht so gut aus. Jetzt können wir sie abdecken. Diese lila Schokolade ist so lebhaft. Ich fülle die Form vollständig aus. Nun warten wir, bis es fest wird. Dann können wir sie aus der Form nehmen. Und sie ist fertig. Sie ist so schön. Wie findest du das? Wow, danke sehr. Die sieht sehr toll aus. Verkaufe sie jetzt. Das wird auf jeden Fall helfen. Mein Geschäft ist geöffnet. Ich war zuerst hier. Es gibt genug für alle. Das hat gut geklappt. Wow, sieh dir das an. Jetzt kann ich mir einen Welpen zulegen. Und das ist alles meiner guten Fee zu verdanken. Du bist so süß und flauschig. Oh, ich hoffe, ich sehe gut aus. Gut, dass meine Haare sauber sind. Komm schon, beeil dich. Ich sehe perfekt aus, wie immer. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Oh, Alex sieht süß aus.
Mir ist so langweilig. Hallo, Mickey. Oh, ich bin so nervös. Ich hasse es, mich fotografieren zu lassen. Ich habe so viele Pickel. Warum musste ich heute einen Pickelausbruch bekommen? Ich bin dran. Können wir alles beschleunigen? Vielleicht sehen Sie nicht so schlecht aus. Wem mache ich was vor? Sie sehen schrecklich aus. Was soll ich tun? Na, endlich. Moment, habe ich mir die Zähne geputzt? Oh, ich hasse es, meine Nägel zu kauen. Ich kaue lieber auf diesem Bleistift. Und los geht's. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich beiße in diesen Radiergummi. Ich möchte ihn formen. Das ist genau, was ich brauche. Jetzt brauche ich meinen Lippenstift. Ich reibe den Radiergummi am Lippenstift. Ich tauche ihn völlig in Farbe und tupfe ihn auf mein Gesicht, um meine Pickel abzudecken. Das ist eine großartige Idee. Ich fühle mich so süß. Ich muss noch eine Sache erledigen. Bring meine Haare in Ordnung. Ich glaube, ich bin bereit. Hallo, ich bin hier für mein Foto. Nehmen Sie meine beste Seite auf. Nur ein Scherz, ich sehe aus jedem Blickwinkel gut aus. Wow, ich liebe deinen Look. Setz dich doch. Ich weiß, dass wir ein paar gute Fotos machen werden. Rutsche ein bisschen rüber, so ist es gut. Jetzt breit lächeln. So wie hier? Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Hi. Das ist für dich, Mickey. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, es ist wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, das zu tragen. Danke, Lilly. Das sieht toll aus. Du bist die Beste. Puh, was für eine Erleichterung. Ich muss Mickey ein Geschenk kaufen. Ich glaube, da ist etwas drin. Wow, ich bin reich. Oh, oder auch nicht. Was kann ich damit kaufen? Zeit, einkaufen zu gehen. OMG, die sind so lecker. Was würde Mickey gefallen? Hi, kann ich Ihnen helfen? Wir haben Geschenke für alle. Sie ist meine beste Freundin. Ich mag dieses Puppet. Aber es ist zu teuer. Oh, ein Dinosaurier. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein großes Budget. Oh, das sehe ich. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe genau das Richtige. Was meinst du dazu? Wow, es ist perfekt. Gib das her und ich nehme auch das Geld. Das war völlig unerwartet. Willst du mich veräppeln? Alles ist ruiniert. Oh, sei nicht traurig. Möchtest du Süßigkeiten? Ich mag Süßigkeiten. Danke. Wenigstens werde ich nicht enttäuscht. Oh. Moment. Ich habe eine Idee. Ich brauche diese Gummibärchen und diese runde Form. Ich lege die Gummibärchen in die Form. Und der letzte. Jetzt brauche ich klares Epoxidharz. Ich gieße das in die Form und alle Gummibärchen abdecken. Einfach so. So, jetzt warte ich, bis es fertig ist. Dann kann ich es aus der Form nehmen. Und ich habe ein nettes Armband. Es ist so bunt. Es ist so süß, oder? Ich bin bereit für die Party. Ich sag dir, Einhörner gibt es wirklich. Nein, die gibt es nicht. Yes! Ich hau ab. Sie sind weg. Psst, unser kleines Geheimnis. Mahlzeit ist meine Lieblingszeit. Nee, es ist Müll. Okay, ich versuch's nochmal. Das ist ja noch schlimmer. Ich kann gar kein Einhorn zeichnen. Hey, ich bin hier, um dir zu helfen. Schau zu, ich zeig's dir. Du beginnst mit dem Wort Unicorn. Das ist das Geheimnis.
Siehst du? Daraus entsteht das Einhorn. Dann musst du es nur noch ausmalen. Das ist auch der beste Teil. Regenbogenmähen sind im Moment der letzte Schrei. Und so geht's. Ich bin fertig. Das ist so süß. Hier, das ist für dich. Wow, vielen Dank. Okay, Zeit, diese Tests zu bewerten. Oh, was für ein süßes kleines Detail. Das verdient eine 1+. Nächster. Uff, das ist einfach nur schrecklich. Das ist nicht mal süß. Jemand muss lernen, ordentlicher zu sein. Sei ordentlich? Was? Wie kann das Testergebnis sein? Naja, kannst du es ihr verübeln? Und wie hast du das coole Ding gemacht? Ach das? Das ist einfach. Oh, ich hab's kapiert. Zeit für ein bisschen Einhorn-Origami. Die richtige Faltung ist sehr wichtig. Ich will nicht aus Versehen einen Drachen oder sowas machen. Oder noch schlimmer, ein Troll. Kannst du dir das vorstellen? Mach die Kanten schön scharf. Jetzt wird es schwieriger. Das Einknicken. Gut, ich glätte diese Faltung noch. Als nächstes kommt die Zeichnung. Ich fange mit einem Auge an. Und jetzt die Regenbogenmähne. Und das Horn. Schau, es ist fertig. Jetzt sieht mein Test nicht mehr so chaotisch aus. Hier ist mein Test. Jetzt ist alles viel ordentlicher. Lass mich mal sehen. Sehr gut. Du verdienst auch ein 1+. Wow, ja, ich hab's geschafft. Hey, bist du... Oh nein, eine Party. Eine Geburtstagsparty. Ups, ich zieh mich mal schnell zurück. Oh nein, was soll ich nur tun? Hier muss es doch was geben, was ich als Geschenk nehmen kann. Vielleicht diese durchsichtige Handyhülle? Ja, daraus kann ich definitiv was machen. Ich habe eine Schüssel. Jetzt schneide ich das Krepppapier klein. Ich mache mehrere Streifen. So, nur noch ein paar. Und fertig. Zeit für den nächsten Schritt. Ich gieße etwas heißes Wasser hinzu. Nur so viel, dass alles bedeckt ist. Gut, jetzt zur durchsichtigen Handyhülle. Ich lege es auch in die Schüssel. Ich will, dass es komplett unter Wasser ist. Jetzt muss ich nur noch ein paar Minuten warten, bis es abgekühlt ist. Die Zeit ist um. Die Farbe hat sich auf die Hülle übertragen. Ich klebe noch ein paar Sticker drauf, um es zu verschönern. Darf die Geburtstagsschleife nicht fehlen. Sie wird es lieben. Hey, Happy Birthday! Ich hab's nicht vergessen. Du hast es für mich gemacht? Oh, es ist perfekt. Ich wechsle es sofort aus. Oh, es ist bezaubernd. Ich liebe es. Oh, das war knapp. Nee, das wird nicht funktionieren. Was zum Geier? Weg damit. Was ist los? Das nützt nichts. Ich hab nichts zum Anziehen. Ich weiß, wie wir das beheben können. Wie wäre es damit? Ich besitze kein Ballerina-Kostüm. Ja, aber ich habe Tüll. Okay, beginnen wir mit dem Dunkelblau. Wir machen ein paar Schichten. Dann brauchen wir ein Gummiband. Du brauchst keine Nähmaschine oder so. Wir binden es einfach um das Gummiband. Super, jetzt noch die anderen Farben. Es ist ein wunderschöner Regenbogen. Ich fühle mich wie das schönste Einhorn. Wow, das ist wirklich toll geworden. Goodbye. Viel Spaß bei deiner Party. Wo ist mein Notizbuch? Oh, schöne Zeichnung, Jake. Nein, mein Notizbuch. Jake, du hast Tee draufgekleckert. Sorry, ich
Ich wusste nicht, dass es da lag. Das war auch mein Liebstes. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hey, vielleicht kann ich das wieder in Ordnung bringen. Dieses Glitzer- und Schaumstoffpapier ist definitiv die Lösung. Ich brauche meine treue Schere. Ich brauche viele Schaumstoffformen. Alles klar, ich bin bereit für das Notizbuch. Zeit, ein Einhorn zu machen. Die Regenbogenmähne darf natürlich nicht fehlen. Und eine glitzernde Mähne ist auch toll. Auch die langen Wimpern darf ich nicht vergessen. Ich denke, sie wird es lieben. Hey, sorry wegen deines Notizbuchs. Unglaublich, es ist toll. Kaum zu glauben, dass du das für mich gemacht hast. Herzlichen Dank, Jake. Puh, Krise abgewendet. Alle meine Stifte sind perfekt angeordnet. Und natürlich ist das mein aktueller Favorit. Hey, wie geht's? Ich muss meine Sachen für den Unterricht rausholen. Oh, mein Stift hat schon bessere Tage gesehen. Kein Scherz, der ist hinüber. Mach dir keine Sorgen, Jake. Ich kann ihn retten. Nagellack? Nein, danke. Der ist nicht für deine Nägel. Oh, für meinen Stift. Wie auch immer. Ich habe eine Schüssel mit Wasser bereitstehen. Jetzt gieße ich den Lack einfach da rein. Der macht ein cooles Muster im Wasser. Ich glaube, ich sollte noch mehr Farben nehmen. Jetzt kann ich meinen Bleistift da eintauchen. Ich wirble ihn einfach durch den Lack. Fantastisch, so bunt. Wow. Wie ein Kunstwerk. Jake, der sieht toll aus. Vielen Dank fürs Teilen. Oh, alles ist hier so grau und farblos. Hä? Was ist das da auf dem Sofa? Wow, ein Poppet. Und Regenbogenfarben noch dazu. Es ist so schön und macht so viel Spaß. Wow, irgendwas passiert hier. Oh mein Gott, weg mit dir. Was zum... Was passiert hier gerade? Ich muss wohl träumen. Ich stupse sie nur mal kurz an. Oh, hallo du. Hi, oh mein Gott, deine Haare sind so hübsch. Meine sind so langweilig. Sei nicht traurig. Wir können deinem Leben etwas Farbe verleihen. Und wir beginnen mit deinen Haaren. Oh, ich weiß nicht. Vertrau mir, das wird hübsch. Ich trage einfach rosa Farbe auf, um dein Haar aufzupeppen. Und etwas Gelb hier. Und auch noch etwas Grün. So, ich bin fertig. Wie gefällt es dir jetzt? Haben meine Haare wirklich bunte Strähnen? Oh, wow. Ich fühle mich viel strahlender als vorher. Oh, aber wir sind noch nicht fertig. Schau her, ein bisschen magisches Glitzer. Wow, es lässt einfach Dinge erscheinen? Genau, jetzt können wir auch deine Haare zum Glitzern bringen. Ein paar von diesen Sternen sollten ausreichen. Und auf die anderen Farben tragen wir Steinchen auf. Oh, ich mag diese kleinen Dreiecke in Bernsteinfarbe. Du leuchtest jetzt schon um einiges heller. Diese Steinchen sehen so schön aus in deinem Haar. Wow, ich fühle mich besser. Nicht mehr so düster und traurig. Nun, das freut mich sehr. Oh, meine Klamotten sind immer noch total langweilig. Hm, ja. Aber ich wette, da kann ich auch was ändern. Wow, was passiert hier mit mir? Keine Angst, das ist die Einhornmagie. Halt dich nur gut fest. Oh mein Gott, mein Kleid! Und das war ganz einfach. Alles, was du brauchst, ist ein weißes T-Shirt und etwas Plastik. Schneide die Schmetterlingsform aus dem Plastik aus und trage dann verschiedene Farben auf eine Farbrolle auf. Du kannst natürlich beliebige Farben nehmen, aber ein Regenbogen ist immer toll. Jetzt muss alles nur noch bemalt werden. Rolle die Farbe einfach hoch und runter. So, fertig. Entferne das Plastik und sieht es nicht toll aus? Wow, Einhorn! Unglaublich, wie einfach das doch ist. Vielen Dank. Ich fühle mich einfach fantastisch in diesen hübschen Farben. Oh, aber deine Wände sind ziemlich langweilig. Da muss ich vielleicht auch was ändern. Es ist Zeit, diesen Raum aufzupeppen. Und wir brauchen nicht mal Magie. Ja, ich muss nur sicher gehen, dass das Klebeband schön gerade ist. Und ich klebe kleine Streifen zwischen den beiden Linien an. Ich will, dass es am Ende wie Ziegelsteine aussieht. Einhorn, schau. Oh, so süß. So sehe ich also aus. Entzückend. Jetzt ist es wieder an der Zeit, die geliebte Farbrolle einzusetzen.
Diesmal malen wir breite Streifen in verschiedenen Farben. Ich liebe es zu streichen. Es hat etwas so Beruhigendes an sich. Und der letzte Streifen. Wir sind am Ende der Wand angekommen. Wow! Na, das nenne ich mal eine Regenbogenwand. Jetzt ist es etwas getrocknet und wir können das Klebeband abziehen. Oh, das Abziehen macht so viel Spaß. Ich liebe dieses Geräusch. Okay, die kleinen Streifen sind weg. So cool, aber lass uns auch den Rest des Klebebands entfernen. Schön abziehen. Schau mal, Ava. Ich ziehe zwei gleichzeitig ab. Es ist vollbracht. Wow, es sieht noch besser aus als erhofft. Eine hübsche Regenbogen-Backsteinmauer. Ava, gefällt es dir? Ja, sieht toll aus. Wunderbar. Oh, aber dieses langweilige Sofa. Ob ich, vielleicht könnte ich. Ja, ich weiß genau, was zu tun ist. Entschuldige, Süße, aber ich muss das Sofa erstmal entfernen. Oh, wow, wie hast du das gemacht? Und wo ist das Sofa hin? Ha, ich habe etwas Einhornmagie eingesetzt. Und jetzt könnte ich deinen Ballon ganz gut gebrauchen. Rein in den Beutel damit. Und was soll ich jetzt machen? Oh, ganz einfach. Puste bitte noch ein paar Ballons auf. Oh, natürlich, das mache ich. Tolle Arbeit. Du pustest weiter und ich stopfe weiter. Immerhin brauchen wir jede Menge davon. So viele Ballons. Du machst das toll. Der gelbe hier ist der letzte, den wir brauchen. Okay, ich schließe den Beutel und öffne diesen kleinen Verschluss. Der Staubsauger passt da genau drüber. Schau, er saugt die ganze Luft ab. Und wenn wir fertig sind, setze ich den Verschluss wieder auf. Ava, schau mal. Ich lege es einfach zu den restlichen Ballontüten. Jetzt hast du ein neues Sofa aus bunten Luftballons. Wow, darf ich mich draufsetzen? Natürlich, ich komme mit. Wow, so gemütlich. Und es federt auch total. Ich liebe es. Weißt du was? Wir brauchen etwas Licht in diesem Zimmer. Ich schiebe nur diese Kommode zur Seite. Komm schon. Warum bist du denn so schwer? Okay, das reicht. Ich brauche jetzt meine ganze Kraft. Oh, Ava, ich kann doch einfach Einhornmagie benutzen. Wow, danke. Jetzt lass mich nur noch den Vorhang abhängen. Ich brauche nur einen kurzen Moment. Ava, du bist so süß. Komm, ich helfe dir damit. Oh, danke. Ich habe mich da etwas verfangen. Nun, wie wäre es, wenn wir etwas tun, damit das nicht nochmal passiert? Wir beginnen mit diesem Garn. Ich wickle es um meine Hand und zwar so. Gut, wenn ich genug habe, ziehe ich einfach meine Finger raus. Dann wickle ich mehr Garn um die Mitte. Ich binde es zusammen und greife dann zur Schere. Ich will die Schlaufen nämlich so aufschneiden. Ich muss wirklich alle erwischen und ich lasse ein kleines Schwänzchen. Perfekt, jetzt habe ich einen süßen kleinen Bommel. Der kommt zu den anderen Farben, die ich bereits gemacht habe. Ich habe den Faden dran gelassen, damit ich es anbinden kann. Ich schneide den überschüssigen Faden ab und fertig. Tada, ein neuer Vorhang für dein Fenster. Ist das nicht total niedlich? Sie bringen mich einfach zum Lächeln. Sie haben alle verschiedene Größen und Farben. Im Sonnenlicht sehen sie echt toll aus und schenken dem Raum so viel Farbe. Ich liebe sie, Einhorn. Vielen Dank für das Kompliment, Ava. Oh, aber es gibt hier immer noch einiges zu tun. Ein paar weitere kleine bunte Bällchen könnten mir hier aushelfen. Und jetzt ist es an der Zeit, meine bewährte Heißklebepistole zu zücken. Ich trage etwas Kleber auf den Ball auf und klebe ihn an den Hocker. Dann mache ich das Gleiche mit den anderen. Tada! Ava, schau! Dein neuer Hocker! Du musst nicht mehr auf dem Boden sitzen. Wow, so bequem! Danke, Einhorn! Und ich habe dir dieses Bild gemalt. Du hast das für mich gemalt? Wow, vielen Dank! Ich hänge es direkt hier an die Wand. Oder vielleicht hier. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme diese leere Leinwand und etwas Heißkleber. Ich habe eine schwungvolle Linie gemacht und lege nun Garn darüber. Dann gebe ich weiteren Garn in verschiedenen Farben hinzu. Denn wie ihr wisst, wollen wir alles schön bunt gestalten. Komplett nach unten bis zum Rand der Leinwand. Nur noch ein letztes Stück Garn und fertig. Das Kunstwerk ist fertig. Und wir können es direkt neben all deine anderen Bilder hängen. Wow, Einhorn, ich fühle mich wie in einer Galerie. So viel Kunst, das macht mich so glücklich. Das freut mich so sehr. Wir haben dein Zimmer wirklich aufgepeppt. Dank der Regenbogenwand und dem Sofa und natürlich der Kunstwand und dem Vorhang. Aber eine Wand gibt es noch. Puff, ich weiß echt nicht, ob wir die so lassen können. Zeit für mehr Einhornmagie. Ein mächtiger Sprung. Nur ein bisschen mehr Kraft und fertig.
Ist das alles? Oh, ups, das sollte eigentlich etwas größer sein. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Nur etwas mehr Kraft. Sicher, okay. Wie du meinst. Hier kommt der Rest der Magie. Oh, ein Puppenhaus. So etwas wollte ich schon immer haben. Okay, nun, ich bin noch nicht ganz fertig. Hab bitte noch etwas Geduld. Ich schätze, dieser Zauber braucht mehrere Anläufe. Dieses letzte bisschen sollte aber ausreichen. Ah, das gibt's nicht. Da ist es. Das wollte ich schon die ganze Zeit herzaubern. Los, rein mit dir. Wie cool, eine Burg für mich alleine? Und in der perfekten Größe? Hey, Ava, gefällt dir deine Burg? Gut, komm mal raus. Bin wieder da und ich liebe meine Burg. Nun, wir haben deinem Zimmer ein tolles Regenbogen-Makeover verpasst. Ja, genau. Vorher war es so farblos und total langweilig. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte, Ava. Aber eine Sache muss ich noch tun. Halte nur kurz still. Oh nee, wächst mir da ein Horn? Werd ich auch zum Einhorn? Ja, jetzt kannst du ein Einhorn sein, genau wie ich. Davon habe ich immer geträumt. Jetzt sind wir Einhornschwestern. Ich probiere direkt mal meine Magie aus. Oh, schau nur, Ava. Dein allererster Einhornregenbogen. Wow. Ja, und ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Und meine Arbeit ist erledigt. Das war der beste Tag meines Lebens. Oh, sie ist weg. Ich werde sie niemals vergessen. Mach's gut. Was jetzt? Es wird Zeit, kreativ zu werden, Leute. Hier ist eure erste Challenge. Ein Wassertropfen. Wirklich? Oh ja, viel Spaß. Warte, ich weiß, was ich mache. Und der Anfang ist besonders wichtig. Der Wassertropfen ist meine Inspiration. Was kann ich aus dieser Form machen? Oh, guck dir diesen Fußabdruck an. Los geht's. Eine kräftige Umrandung ist sehr wichtig. Die macht alles schön auffällig. Genau wie meine Persönlichkeit, könnte man sagen. Okay, weiter geht's. Schattieren. Das gefällt mir sehr. Mit Weiß wirken sie noch lebendiger. Siehst du, was ich meine? Und fertig. Guck. Die sehen nass aus. Wow, echt schön. Danke. Die sehen wirklich nass aus. Ich muss nachdenken. Ja, yep, ich bin fantastisch. Das werden wir ja noch sehen. Niemand darf meins sehen. Wie geheimnisvoll. Okay. Fertig? Ich denke schon. Cool. Die sehen auch nass aus, stimmt's? Darf ich anpassen? Hey. Wie hast du das gemacht? Das klebt ja an mir. Oh nein. Haha, voll erwischt. Hoffentlich geht das wieder ab. Hier. Und wer gewinnt? Hey, guck dir mein Meisterwerk an. Wow, das ist überwältigend. Und deins? Tada, guck. Oh, das ist interessant. Interessant? Lexi gewinnt. Wuhu! Oh, sorry, Leo. Aber nur ein bisschen. Was kommt nun? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Mathe. Ach je. Das ist nicht schlimm, es geht nur um Kunst. Versteht ihr? Cool. Phew. Na gut, fangt an. Hm? Ich habe die Zahl 5? Ich habe nur 12. Ist viel höher als die 5. Ha, findest du das witzig? Nein, bitte! Lauf lieber weg! Wie unhöflich! Warte mal, mein Dinosaurier. Ich weiß, was ich mache. Und die 5 hilft mir dabei. Naja, das war mal eine 5. Jetzt ist es mein kleines Monster. Man erkennt die Zahl kaum noch. Oh, sieh dir seine kleinen Füße an. Die kompensieren seine gruseligen Beißerchen. Mit denen kann er sehr gut knurren.
Aber ohne Farbe geht's natürlich nicht. Grün ist perfekt. Wow, sieht gut aus. Ich habe die Zahl 5 zum Leben erweckt. Ciao. Ach, komm mir nicht so nahe. Ich werde dich zerschneiden. Huh? Hier. Nicht ganz, was ich brauche. Ah, ich weiß. Aus der 12 mache ich den Gewinner. Am Ende wird alles passen. Noch ein paar gerade Linien. Und etwas Neues entsteht. Erkennst du schon, was es wird? Ich gebe dir einen Tipp. Es knurrt auch sehr gerne. Ein kleiner Löwe. Und meiner hat knallrote Haare. Feurig, oder? Und sein Körper wird leuchtend gelb. Die Beine darf ich nicht vergessen. Und fertig. Rah! Hab große Angst. Ich werde dich auffressen. Dieses kleine Ding, der macht mir keine Angst. Wow! Na egal, wer hat gewonnen? Die sind beide großartig. Der Löwe. Yes, geschafft! Und der Dinosaurier. Wir haben beide gewonnen. Okay, das ist cool. Bereit für die nächste Challenge? Setzt eure Denkhütchen auf. Und haltet eure Pinsel bereit. Oh, wir sind sowas von bereit. Ich sowieso. Hier muss ich sehr vorsichtig sein. Die Kanten sind schwierig. Und diese Lippen. Das wird echt gut. Ich bin gut in diesem Realismus-Kram. Wow, ich komme gut voran. Wirklich sehr schön. Wow, so flexibel. Wie eine Windmühle. Oh. Wow. Und wie findest du es? Das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann es kaum glauben. Hat sie gerade geblinzelt? Ziemlich cool, oder? Moment mal, was ist hier los? Ist das... Nein, das ist eine optische Täuschung. Lüg mich nicht an. Nein, mach ich nicht. Das ist eine Challenge. Ich weiß. Oh, das war ja verrückt. Verrückt geil. Hallo, jemand zu Hause? Juhu. Ah, ich weck den auf. Oh, oh je. Ich bin eingenickt. Ganz offensichtlich. Okay, nun ist Barbie-Zeit. Bereit? Los. Barbie, ich liebe Barbie. Was? Als ob ich mit Barbies spiele. Okay, gut. Was soll's? Willst du einen Snack? Ich habe eine Idee. Was malt ihr denn da? Fast fertig. Nein, der Albtraum eines jeden Künstlers. Oh. Ich hoffe, ich habe hier noch einen drin. Was? Ups. Nein, das nicht. Ein Bänder? Kleber? Mit dem kann ich was anfangen. Hey, das kann ich nehmen. Oh yeah. Aber zuerst Kleber. Ich fange mit den Haaren an. Und meine Barbie bekommt eine Mähne. Okay, der Kleber ist drauf. Und nun den Oregano drüber streuen. Tada, wir haben Haare. Aber etwas Glanz fehlt noch. Und was ist besser als Gold? So geht's. Wie findest du es? Sieht für mich nach Sieg aus. Wow. Hey, meine Hände sind beschmiert. Vielleicht ist das ganz gut. Zuerst alles vorbereiten. Ich brauche viele Farben. Ups. Nun kommt Wasser dazu. Schau nur, wie sich der Zauber entfaltet. Wow, siehst du das? Schnell, Barbie, leg dich hin. Das ist fast wie beim Friseur. Aber viel süßer, wenn du verstehst, was ich meine. Wow. Ja, oder? Hallo, Regenbogenhaare. Sieht das nicht fabelhaft aus? So bunt. Mir gefällt's total gut.
Also, welches ist besser? Meins? Huh? Wow, dieses Haar ist fantastisch. Und meins? Die Farben des Regenbogens. Alle in einem Haarschopf? Wow. Ich entscheide mich für Lexi. Du hast gewonnen. Yay, wir haben es geschafft. Och, Mano. Okay, die sind schön. Schnell, hoffentlich gefällt es dir. Wow, bin da. Ich bin bereit. Wow, ein Regenbogen. Echt cool. Die Farbe ist echt schön. Die nehme ich zuerst. Damit male ich auf den großen Pinsel. Jetzt kommt noch Blau dazu. Und dann Grün und Gelb. Und auch noch etwas Hellblau. Ich male die Regenbogenfarben auf diesen Pinsel. Jetzt fehlt nur noch ein Blatt Papier. Oh yes, das funktioniert. Seht euch diesen Regenbogen an. Perfekt, genau so. Ich bin fertig. Ich liebe Regenbogen. Einen Regenbogeneffekt zu bekommen ist echt voll schwierig. Was? Du bist schon fertig? Was soll's. Sie glaubt, sie wäre besser als ich. Einen Augenblick. Das ist das Geheimnis. Gib den Pinsel her. Hey, what the heck? Das ist meiner. Hol deinen eigenen. Hör auf, meine Pinsel zu klauen, du Dieb. Oh nein. Und er fliegt. Was passiert da? Das sieht aus wie Magie. Wow, das ist eine Disco-Kugel. Sieh nur, wie die funkelt. Zeit für ein Tänzchen. Juhu, Regenbogenhex sind absolut genial. Die hier anwesenden Einhörner wollen den Bund der Ehe eingehen. Ich lieb dich. Ah, da kommen mir die Tränen. Wenn es keine Einwände gibt, könnt ihr nun die Ringe tauschen. Der Ring? Natürlich. Oh mein Gott, wo ist er nur? Er war doch in meiner Hosentasche. Hey, das ist ein Notfall. Ich brauche einen Ring. Was ist hier los? Oh mein Gott, er hat den Ring nicht dabei. Okay, wir finden schon eine Lösung. Meine Traumhochzeit wird zum Albtraum. Irgendetwas muss ich doch tun können. Meine Kette. Ich brauche nicht lange. Ich habe Plastikperlen und mein Glätteisen. Ich stülpe Wachspapier über die Glättplatten. Perfekt. Die Perlen ordne ich als Regenbogen an. Und dann drücke ich es zusammen. Genauso. Die Perlen schmelzen wegen der Hitze. Perfekt. Geschmolzen und flach. Nun rolle ich sie als Ring zusammen. Die sehen echt gut aus. Mal sehen, ob die auch passen. Soweit so gut. Sie passen perfekt. Das ist so genial. Ich bin ein Genie. Dann wollen wir mal. Psst, hier, für dich. Gefangen. Wow, ein Regenbogenring. Sehr schön. Okay, hier ist dein Ehering. Ich werde dich für immer lieben. Ah, ich hab doch gesagt, alles wird gut. Ihr seid nun Mann und Frau. Juhu, Hochzeitsparty. Der DJ ist genial. Ah, so ein schöner Tag. Die Sonne ist so schön und warm. Heute wird ein guter Tag. Ich fühle das. Nice. Ein Eimer voller Popcorn. Oh Mann, riecht das gut. Beeil dich. Das Wetter ist ein Albtraum. Das allerletzte. Der heutige Tag ist furchtbar. Oh, ich habe schlechte Laune. Wow, beruhig dich. Du hast das Popcorn verschüttet. Hier, nimm dir etwas von dem Popcorn. Wow, okay. Was kann ich tun? Ich hab's. Hier kann nur ein Doktor weiterhelfen. Machst du Witze? Du bist kein echter Doktor. Du kannst mir absolut nicht weiterhelfen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, mein Herz ist traurig. So ein Jammer. Ich muss dich aufheitern. Wow, lach doch mal. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine gute Idee. Zuerst brauche ich etwas Popcorn-Mais. Das ist genug. Und nun füge ich Süßigkeiten hinzu. Okay, gut. Deckel drauf und Hitze hochschrauben. Oh, die Süßigkeiten schmelzen und das Popcorn knallt. Okay, mal nachsehen. Das nenne ich gelungenes Popcorn. Darüber würde sich jeder freuen. Hey, sieh mal, hier ist besonderes Popcorn. Was ist das? Wie hast du das gemacht? Das riecht echt gut. Okay, ich probiere mal eins. Einfach wow, 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 wie ein Regenbogen in meinem Mund. Meinem Herzen geht es schon viel besser. Puh, das ging nochmal gut. Ich freue mich für sie. Ich bin sowas von nervös wegen dem Tanzwettbewerb. Hey, uns läuft die Zeit davon. Du bist dran. Komm raus. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Viel Glück. Okay, ich bin bereit. Ich schaffe das. Ich tanze. Ich mache keinen Fehler oder bin stocksteif. Wow, sie tanzt gar nicht mal so übel.
Yes, geschafft. Oh, hoffentlich war das gut. Okay, gute Arbeit. Du hast es in das Finale geschafft. Yes, das ist unglaublich. Ich hab's geschafft. Du hast der absolute Wahnsinn da draußen. Danke. Okay, ich bin dran. Go, go, go. Du machst das. Okay, ich zeige ihm diesen Move und diesen. Yes. Das große Finale und tada. Boom. Was soll das denn sein? Verlass die Bühne. Sie ist leider nicht weiter. Oh nein. Hey, hey, schon gut, nicht weinen. Ich bin eine schreckliche Tänzerin. Ach Quatsch, so ein Unsinn. Versuch es einfach nochmal. Wir verpassen dir ein kleines Makeover. Hey, na bitte, du bist kaum wiederzuerkennen. Aber jetzt sehe ich genauso aus wie du. Allerdings, eine Sache fehlt jedoch noch. Wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Oh, schon kapiert. Okay, dann leg mal los. Zuerst kommt blaue Kreide, die ich befeuchtet habe. Die Farbe kommt in die Spitzen deiner Haare. Wow, das sieht gut aus. Du bist genial. Echt cool. Regenbogenfarben stehen meinem Haar echt gut. Okay, jetzt kommt Versuch Nummer 2 mit neuem Look. Oh wow, sie ist ein absolutes Naturtalent. So begabt. Ihr Look haut mich um. Okay, du bist definitiv in der nächsten Runde. Yes, ich bin so glücklich. Vielen Dank. Oh mein Gott, sieh mal dort. Da kommt er. Er sieht zu uns rüber. Hi. Oh, er hat mir kaum Beachtung geschenkt. Sieht sie zu mir rüber? Nein? Gut. Ich habe eine Idee. Hey, ich habe den perfekten Plan. Oh wow, ich bin dabei. Eine gute Idee. Okay, zunächst beginnen wir mit einer Herzform aus Plastik. Anschließend wird die Form mit roter Farbe aufgefüllt. Dann gieße ich hellrosa auf die untere rote Farbe. Das sieht echt gut aus, aber es fehlt noch gelb. Nun kommt wieder hellrosa. Zur Abwechslung kommt noch etwas blau dazu. Echt hübsch. Jetzt nochmal hellrosa und dann smaragdgrün. Okay, die Form ist nun bis oben hin voll. Nun muss es trocknen. Nun brauche ich einen Teller, um es drauf zu legen. Jetzt kann ich es aus der Form nehmen. So viele Schichten, das sieht echt schön aus. Okay, alles ist bereit. Ich bin so nervös, aber da muss ich jetzt durch. Okay, heute werde ich mich ihr nähern. Ah, ich bin so nervös. Nein, nicht wieder weglaufen. Hey, das ist für dich. Echt? Du hast auch ein Herz gemacht? Das ist unglaublich. Oh, zwischen den beiden scheint es zu funken. Hey, was geht? Wow, das ist mal eine krasse Mähne. Die Farben gefallen mir echt gut. Hm, was macht sie denn da? Hey, ich habe ein neues Skateboard. Was? Und schon bin ich vergessen und hätte nur Augen für sie. Das verlangt etwas Einhornmagie. Ja, danke. Das habe ich selbst. Wow, was ist denn jetzt passiert? Yes, das hat funktioniert. Jetzt ist er unbeeindruckt. Oh, das war sie. Dafür werde ich mich rächen. Na, warte du. Dann würde ich es dieses Mal noch schöner dekorieren. Ich beginne mit Rot. Aber es werden noch mehr Farben folgen. Wie ein Regenbogen. Es fehlt aber noch etwas. Ich füge Rasierschaum hinzu. Das wird richtig gut. Okay, perfekt. Jetzt kommt schwarze Farbe hinzu. Ich sprühe das Board komplett in Schwarz ein. Dann wasche ich den Rasierschaum ab. Das Wasser spült ihn einfach ab. Soweit so gut. Mein Skateboard ist fertig. Hey, zieh dir mal mein Board rein. Wow, wie hast du das gemacht? Bye. Das sieht so cool aus. Das will ich auch haben. Yo, zieh dir das mal rein.
Hey, ist das Ellie? Woher hat sie nur dieses Outfit aus Poppets? Gefällt's euch? Es ist ein Unikat. Bleibt dran, um mehr darüber zu erfahren, was du damit machen kannst. Ja, so langsam wird's was. Und fertig. Oh, ich habe aber so eine Sauerei gemacht. Wo kann ich das Ding abstellen? Hier nicht. Hier wird's erst einmal gehen. Hoffe, das geht wieder ab. Oh, wunderschöne Arbeit. So tolle Details. Aber vielleicht braucht es mehr Farbe. Ja, genau so. Hast du dich gerade auf den Stuhl gesetzt? Dafür ist er da, Dummerchen. Oh nein, was macht das denn da? Dieser Rock ist neu. Ich hätte sie warnen sollen. Und jetzt brauche ich eine neue Palette. Warte, schau dir das an. Das könnte durchaus funktionieren. Problem gelöst. Das ist beeindruckend, Matt. Mein Poppet. So bleibt alles sauber, siehst du? Und fertig. Ich muss mich beeilen, wenn ich es noch ins Kino schaffen will. Diese Seife riecht wirklich gut. Aber sie ist so schlüpfrig. Komm schon. Schau dir das Ding an. Das Regal. Mein Fehler. Wo will sie hin? Ist das Seife? Was war das? Oh. Ah. Was um alles in der Welt? Kommt ihr aus dem Badezimmer? Was ist dein Problem, Ellie? Mein Fehler. Vielen Dank. Warte. Ich weiß, wie man es besser machen kann. Danke. Hey. Vertrau mir. Drücke zuerst alle Kreise nach unten. Sobald das erledigt ist, schmelze die Seife, bis sie flüssig ist. Gieße sie dann auf das Poppet. Fülle alles aus. Und nach etwa einer Stunde wird sie ausgehärtet sein. Jetzt kann ich sie besser festhalten. Cool, oder? Matt, fang! Was hast du gemacht? Ich habe der Seife Griff gegeben. Sie rutscht jetzt nicht mehr aus den Händen. Lass mich mal anfassen. Ha, das gefällt mir. Ah, das Wichtigste zuerst. Wie konnte das nur so dreckig werden? Und die Hälfte der Knöpfe sind abgenutzt. Ich kann das Ding nicht mehr benutzen. Doktor! Hast du wieder eins abgenutzt? Schuldig im Sinne der Anklage. Warum benutzt du das nicht? Mach die Dinge interessanter. Das sieht so gruselig aus. Sie müssen mir helfen. Ich habe etwas für dich. Willst du die knallen lassen? Das haben wir zu meiner Zeit benutzt. Du wirst es lieben. Leg sie so hin und nimm deine Lieblingsfarben, um die Punkte farblich zu kodieren. Sieht nach Spaß aus, oder? Ich bin gespannt. Ich kann es ja mal versuchen. Lass es krachen. Das fühlt sich toll an. Das war ein fließender Übergang. Klingt ein bisschen müde. Und wieder beißt eins ins Gras. Danke, Doktor. Muss bleiben. Ah, es ist endlich Pause. Ich könnte wirklich einen Muntermacher vertragen. Ha, so witzig. Du musst dieses Video sehen. Ja, der Typ ist ziemlich schräg. Ha. Oh nein. Oh, gekauter Kaugummi macht mich übel. Oh, ich nehme den weg. Wie bekomme ich den jetzt ab? Schlechte Idee. Mein Poppet, der ist perfekt.
Ich muss aber erst noch ein paar Dinge erledigen. Schneide das Herz aus. Öffne das Heft. Und trage Heißkleber entlang der Innenseite des Covers auf. Geh die komplette Kante lang. Perfekt. Klebe nun das hübsche Papier drauf. Jetzt das Heft zumachen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Achte darauf, viel Kleber aufs Herz zu machen. Dann klebt das Pop-It oben drauf. Yay! Matt, dein neues Notizbuch ist fertig. Ich poppe es einfach. Das macht wirklich Spaß. Danke! Es ist offiziell Snackzeit. Aber wo ist das ganze Futter? Ist hier was drin? Da ist eine Menge nichts. Bingo! Das ist es, wonach ich suche. Und das ist alles für mich. Hä? Wer hat einfach die Verpackung da reingesteckt? Mist. Hier sieht es schlimm aus. Nichts ist da, wo es sein soll. Bist du allergisch dagegen, Dinge wegzuräumen? Oh, keine Süßigkeiten mehr, hä? Huh? Ich werde dich in ein kleines Geheimnis einweihen. Kannst du mir folgen? Leg dein Pop-It hin. Dann gib Zucker in die Löcher. Zeit für ein bisschen Lebensmittelfarbe. Sieht hübsch aus, oder? Mach weiter. Nächste Farbe bitte. Du kannst für jede Reihe eine neue Farbe benutzen. Dann bist du fast fertig. Erhitze es und dann friere es ein. Jetzt sind alle fest. Selbstgemachte Bonbons, siehst du? Warte. Sie rauszuholen ist der spaßigste Teil. Probier einen. Danke. So süß. Und Lust ausputzen? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich bin dir wirklich was schuldig. Ja, schneller. Los. Wie bitte? Ist das ein Telefon? Nicht in meinem Klassenzimmer. Hey, pass nicht mal auf. Hey. Ich weiß, keine Handys. Ich war auch dabei, das Spiel zu gewinnen. Das ist nicht so spaßig. Als ob ich jetzt lernen kann. Warte. Yes. Schnipp, schnapp. Yes. Wo kommt das denn her? Fast. Tada. Jetzt erwisch mich mal, Lehrer. Das kann nicht dir ernst sein. Es ist nur ein Pop-It. Die sind erlaubt. Das wollen wir mal sehen. Ich wollte die schon immer mal ausprobieren. So beruhigend. Du bist in Ordnung, Kind. Ich werde sowas von gewinnen. Nichts Besseres als eine kalte Cola an einem heißen Tag. Was zur Hölle? Dieser Becher hatte vor einer Minute noch kein Loch. Warte mal. Erwischt, du Trottel. Dafür wirst du noch büßen, Mandy. Ja, und ich so, hä, woher kommt denn das Auto? Riecht süß. Ich nehme mir das mal. So lecker. Hey, was ist los? Die Wassermelone war für mich. Zu langsam, schätze ich. Du machst mir das Leben mit dir echt schwer. Dann kann ich auch ein bisschen Spaß haben. Sobald du zwei Hälften hast, nimm einen Löffel und hebe zwei Löcher aus. Dann steck ein paar Zahnstocher rein. Sie will meine Wassermelone. Mal sehen, ob sie auch ein Stück mit einer Maus drin will. Viel Spaß da drin, kleiner Kerl. Perfekt.
Und los geht's. Er hat sie wieder rumliegen lassen, dummer Jake. Ah, ich werd's dir sowas von heimzahlen, Jake. Hey, guck mal, was ich hab. Hallo? Warum geht er nicht ans Telefon? Jake? Er schläft? Hey! Hallo! Ist das Schlagsahne? Na, dann mache ich dir mal was auf die Hand davon. Nur ein kleines bisschen. Kitzel, kitzel. Kutschikutschikutschiku. Was ist hier los? Schlagsahne? Die Show, erinnerst du dich? Oh, gib mir 10 Minuten. Wasser bitte. Alles für dich, Jake. Er hat also Durst, hä? Huh? Es geht doch nichts über ein großes Glas Wasser. Mach die Klimaanlage an. Es ist stickig hier drin. Hä? Huh? Okay. Machst du mir auch ein Sandwich? Es ist kalt. Schalte die Klimaanlage aus. Niemand kommandiert mich herum. Das wird's ihm zeigen. Hey. Diesmal schütte ich sehr viel rein. Hey, bring mir eine Limo. Hast du nicht einen wichtigen Termin? Huh? Oh, vielen Dank. Du hast mich dran erinnert. Ich muss 5-mal duschen, um das alles abzubekommen. Ich mach nur kurz die Augen zu. Hallo, Mr. Stift. Perfekt. Was geht da wohl in deinem Kopf vor sich? Träume, wie ich sehe. Das bedeutet, es ist Zeit für ein bisschen Spaß. Nicht aufwachen. Hör auf, dich zu bewegen. Handflächen nach oben. Als ob sie mir ein Geschenk macht. Moment, ich hab's. Nichts ist schöner als der Anblick vom Blut, wenn du aufwachst. Ich bin sicher, das wird reichen. Der Kleber verleiht der Wunde eine schöne Struktur. Sieht gut aus. Oh, Pommes. Obwohl, lass uns die Fake-Wunde noch ein bisschen aufpeppen. Im Ketchup-Style. Hahaha.
Das wird sowas von epic. Was? Oh, meine Hand! Guck, was mir passiert ist! Verletzungen sind nicht lustig, Jake! Moment. Jake? Fein, ich bin nicht mehr sauer. Das war ein echt guter Streich, muss ich sagen. Und die Schulter verbindet sich mit... Mädels, das ist so lustig. Ihr zwei wollt es uns also zeigen? Okay, ich habe die Sonne gemalt. Jennifer? Schaute sie meinen gruseligen Hai an. Ich nehme an, das ist gut. Oh, das war nicht Teil der Aufgabe. Ihr haltet euch für besonders kreativ. Ich gebe euch was zum Malen. Was ist das für ein Ort? Willkommen zu eurer Mal-Challenge, Mädels. Habt ihr schon mal ein Einhorn aus der Nähe gesehen? Jetzt schon! Das ist nur zur Inspiration. Wo ist mein Stift? Wie sollen wir denn malen? Du musst outside of the box denken. Ich meine die Kunstkiste. Ich mach sie weit auf. Ja, genau daran habe ich gedacht. Wow, darf ich die auch benutzen? Oh, gut. Wir sind ja schließlich beste Freunde, oder? Hier. Was soll ich denn mit Weiß? Man sieht ja gar nichts. Nicht mein Problem, oder? Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Sollte ich ihr helfen? Hier. Wo kommen die denn her? Schon gut, Mädchen. Jetzt kann ich richtig loslegen. Warte, ich hab's. Ich fange mit einem super geheimen Design an. Du kannst es nicht sehen. Noch nicht. Die Farbe bleibt nicht drauf. Je mehr ich also male, desto besser kommt meine geheime Zeichnung zum Vorschein. Tada! Es ist ein Einhorn, siehst du? Aber du kannst alles Mögliche zeichnen. Die Möglichkeiten sind endlos. Stifte runter. Gefällt's dir? Es ist nah dran. Aber Ashleys. Wow. Aber wie ist das möglich? Ich habe ihr einen weißen Stift gegeben. Also gut, meine lieben Bäuerinnen. Ihr werdet gleich aufhören zu quatschen, wenn ihr dieses königliche Juwel seht. So glänzend. Malt es. Das mache ich mit links. Eine Krone zu zeichnen ist so einfach, das könnten sogar Affen tun. Ach, wirklich? Ich werde ihr zeigen, wie es richtig gemacht wird. Es geht um die Details. Und auch die Farbe der Juwelen. Rubinrot werden sie. Und ein Touch-Realismus kann nicht schaden. Gut, dass ich das Ding immer dabei habe. Es ist perfekt, aber es fehlt noch ein bisschen Glanz. Goldglanz natürlich. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Los geht's. Du zuerst. Alles klärchen. Was hältst du davon? Sie ist so hübsch. Du darfst sie tragen. Wie hast du das gemacht? Ich liebe das. Und jetzt zu dir, Ashley. Das ist meine Krone. Wenig überzeugend. Aber das sollte dir helfen. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Seid ihr bereit für das hier? Das sind ja gigantische AirPods. Hey, das ist unfair. Dann muss ich damit zeichnen? Ich kann den kaum halten. Das ist doch lächerlich. Ich kann anfangen. Der ist perfekt.
Wird Zeit für eine kleine Sabotage. Oder sollte ich sagen, Seifotage. Versuch jetzt mal was zu zeichnen. Ich fange in der Mitte an. Merkwürdig. Stimmt irgendwas mit dem Bleistift nicht? Ich weiß nicht. Voll weird. Die Zeit ist um. Nur noch eine Minute. Ich sagte, die Zeit ist um. Zeig mir, was du hast. Okay. Dann zeig uns deins, Jennifer. Das ist gut. Aber du hast auch Seife mitgebracht. Was bedeutet, dass du disqualifiziert bist. Du warst das. Unfassbar, dass du das getan hast. So eine Frechheit. Wenigstens ist es sauber. Schätze, Ashley bekommt die Pots. Ich kann's nicht glauben. Der Sound ist der Hammer. Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert. Mein Kamm, was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay. Gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze. Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Poppet. Nice. Zeigt sie uns. Hier. Das ist dir abgefahren. Aber Jennifer's. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow, ich wusste nicht, dass es Poppetregen gibt. Ich habe meinen Marker und meinen 3D-Stift. Ich beginne, die Kapsel einzudecken. Soweit, so gut. Nur nehme ich es vom Stift ab und male einen Bogen an meinem Entwurf hinzu. Der Bogen wird anschließend komplett aufgefüllt. Vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kommen diese Stücke ins Spiel. Ich befestige sie an den Seiten. Dann brauche ich Gelb. Ich male meinen Anfangsbuchstaben mit Gelb. Und setze den kleinen Hut auf meinen Kopf. Okay, jetzt kann's losgehen. Köpfe einziehen. Aua, what the heck, was soll das denn? Ah, oh mein Gott, das war aus Versehen. Den Hut setze ich besser wieder ab und beschuldige die Ente. Hm, heute ist aber auch gar nichts los. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Oh, yes. Dabei helfe ich doch gerne. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Wie ist das Wetter? Ist es immer noch heiß? Okay, welche Frisur haben Sie sich vorgestellt? Bitte nur die Spitzen schneiden und etwas mehr Volumen verleihen. Aber natürlich, das sind Sie hier genau bei dem Richtigen. Ich muss noch Ihren Sitz verstellen. Noch ein bisschen. Und noch etwas. Und nochmal. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, ist sehr hübsch. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da versteckt sich wohl ein Knoten. Was ist los? Wieso haben Sie plötzlich aufgehört? Kein Grund zur Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, der Kamm ist in zwei gebrochen. Wieso schauen Sie so schockiert? Ach, alles in Ordnung. Bin gleich wieder da. Was mache ich nur? Das war mein bester Kamm. Ich hab's. Aber natürlich,
Mein 3D-Stift wird mir behilflich sein. Ich brauche eine Kammvorlage, um die Linien nachzufahren. Den Kamm male ich mit meiner Lieblingsfarbe aus. Das läuft wie im Schnürchen. Okay, die erste Hälfte des Kamms ist geschafft. Nun fehlt noch der Griff, den ich mit hellgrün anmale. So eine schöne Farbe. Ich sollte sie öfters benutzen. Da ein neuer Kamm gemacht wird, soll dieser schöner sein als der alte Kamm. Wenn ich mit dem Grün fertig bin, sind die Blumen an der Reihe. Okay, fast fertig. Voila, ein neuer Kamm. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich sollte mich besser beeilen und ihr Haar kämmen. Oh, sorry. Ich muss wohl für einen Moment angenickt sein. Okay, dieses Mal werde ich das Level abschließen. Da ist sie, die letzte Schatzjagd. Ich schaff das. Hä? Was ist denn mit ihm los? Er ist so aufgeregt. Gleich bin ich mit dem Dungeon durch. Darf ich auch mal spielen? Hä? Vergiss es. Ich spiele jetzt. Bitte. Ah, ich habe Nein gesagt. Ich spiele jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein heißt Nein. Wie du meinst. Kein Grund, so gemein zu sein. Na toll. Meine Tasse ist wieder leer. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. So ein Fiesling. Okay, er ist weg. Das ist meine Chance. Er hätte nicht aufstehen dürfen. Er glaubt, er wäre gut in dem Spiel. Ich bin besser als er. Ja, ich habe einen Lauf. Er ist nicht ansatzweise so gut wie ich. Nimm das und das. Na, wie gefällt euch das? Oh, oh, oh nein. Das war seine Tasse. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, oh nein, die ist voll kaputt. Was mache ich jetzt? So wird er ganz genau wissen, dass ich am PC war. Moment mal, ich hab's. Okay, Tasse, du kommst mit mir. Mit Hilfe meines 3D-Stifts werde ich dieses Problem schnell lösen. Ich fahre die Bruchstelle der Tasse nach. Okay, okay. Bisher läuft das wie geschmiert. Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich das obere Stück und die beiden Enden miteinander verbinden. Das ist fast so wie nähen, nur cooler. Man muss viele Linien ziehen, um sie zu reparieren. Keine Sorge, der Feinschliff kommt etwas später. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Grundlinien. Okay, ich hab's gleich und geschafft. Endlich repariert. Besser geht es nicht. Ah, oh nein, er kommt wieder zurück. Ich muss weg. Schnell wieder hinsetzen. Geschafft. Hast du etwas angestellt? Ich behalte dich im Auge. Irgendetwas ist anders als vorher. Ich weiß nur nicht, was es ist. Alles bei altem. So, dann fülle ich die Tasse wieder auf. Ich darf nicht dehydrieren, wenn ich gewinnen will. Ah, so spritzig. Hat er etwas bemerkt? Hey, was ist denn auf meiner Tasse? Lalalala. Naja, sie scheint nichts damit zu tun haben. Halb so wild. Zurück ins Spiel. Danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä? Was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy! Nein! Ah, das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein! Das Display. Oh mein Gott. Ah, das ist ein Albtraum. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy. Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden. Ah, ein Albtraum. Ah, oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Shish. Moment, mein Handy? Puh, meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift. Du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Ah, mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Nope, nein, das kann ich nicht anziehen. Auf gar keinen Fall. Wie furchtbar. Und meine Klamotten sind das allerletzte. Das ist ein Desaster. Hä? Was ist denn hier los? Ich hab nichts zum Anziehen. Wovon redest du? Das sind doch alles deine Klamotten. Jake hat mich nach einem Date gefragt. Jake? Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Vielleicht sollte ich dieses T-Shirt anziehen? Was meinst du? Oder lieber dieses rote Kleid? Oder wäre das zu viel? Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist.
Hey, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Dieses gelbe Oberteil hatte ich total vergessen. Oh, aber ich habe keinen passenden Schmuck. Moment mal, ich weiß, wie wir dieses Problem lösen. Hä? Ich check's nicht. Ach so, Dad, du bist so klug. In der Schublade ist bestimmt etwas. Nein, das ist absolut gar nichts. So ein Jammer. Das wird das schlimmste Date aller Zeiten. Ich sollte ihm absagen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ohne passende Ohrringe gehe ich nicht vor die Tür. Basta. Uns wird schon etwas einfallen. Hey, dieses Kissen und mein 3D-Stift. Liebling, ich habe eine Lösung. Ah, oh mein Gott, du bist der Beste. Ich habe eine Vorlage für eine Wassermelone. Die fahre ich jetzt nach. Mit Schwarz fahre ich die Outlines nach. Damit fahre ich einmal komplett das Stück nach. Und nun sind die inneren Linien an der Reihe. Okay, bisher gefällt mir echt gut, was ich sehe. Aber es gibt noch mehr Linien zum Nachfahren. Jetzt wird das Fruchtfleisch mit roter Farbe ausgemalt. Ohne Rot wäre es keine Wassermelone. Soweit so gut. Nur noch ein kleines bisschen. Jetzt kommt die Schale. Grün eignet sich hervorragend. Das macht nicht Spaß. Ich sollte das öfters tun. Jetzt brauche ich noch etwas dunkelgrün. Und mit schwarzer Farbe male ich die Wassermelonenkerne. Nur ein paar Kleckse hier und da. Yes, nur noch ein kleiner Klecks. Juhu, ich bin fertig. Das sieht so schön aus. Natürlich brauche ich noch einen zweiten Ohrring und brauche Ohrstecker. Ah, die Ohrringe sind mir echt gut gelungen. Die gefallen mir echt gut. Ich probiere sie gleich an. Und, was sagst du? Süß, oder? Danke für den Einfall, Dad. Die Idee hat mir den Tag gerettet. So, ich gehe dann mal auf das Date mit Jake. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit Jake. Wo ist mein Nackenkissen? Da ist es. Schon besser. Oh, das war mein Handy. Mein Foto. Oh, na sieh mal einer an. Sie hat eine gute Zeit. So süß. Hallo, willkommen zu unserer Wissenschaftsshow. Das sieht ziemlich cool aus. Ja. Sollen wir das zusammenmischen? Ja. Was hat er vor? Ist das eine gute Idee? Oh mein Gott. Wow, wo sind wir? Lass es uns herausfinden. Seht ihr das? Was denkt ihr, passiert, wenn ihr Magnete mit Wasser benutzt? Wasser und Magnete? Na und? Hast du eine Idee? Lass uns das mal probieren. Es braut sich ein Sturm zusammen, Leute. Was immer du sagst, Jake. Bist du sicher? Ja. Oh, lass es uns so versuchen. Komm schon. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh Mann. Moment mal. Olivia, Moment. Hey, leg deine Hand hier hin. Okay. Mal sehen, was jetzt passiert, ja? Ich glaube, da passiert was. Die Magnete ziehen das Wasser nach unten. Schau es dir an. Ja, siehst du, es passiert. Ich wusste nicht, dass Magnete Wasser bewegen können. Ha, das war ein perfekter Sturm, was? Nice. Gar nicht so schwer, ja? Denkt ihr, ihr wisst alles über Wasser? Zeit, den hier zu befeuchten. Was passiert, wenn ihr diese Dinge zusammenfügt? Und was sollen wir jetzt machen? Ich denke, wir müssen es herausfinden. Das sind ziemlich große Flaschen. Das ist eine harte Nuss. Nun, wie wär's damit? Ich weiß nicht. Oh. Wow, so weich.
Hallo, du. Ja? Ist das hilfreich? Nicht wirklich. Warte, gib mir eine Flasche. Okay. Zuerst kommen die Bälle hier rein. Als ob es Regenbogen regnet. Was? Okay. Jetzt schütten wir Wasser in die Flaschen. Okay. Vorsichtig, verschüttel es nicht. Da passiert definitiv was. Fertig. Meine Karte. Dann leg die Karte darauf. Und dreh sie um. Du kannst das wirklich gut. Wow. Und was dann? Jetzt kommt die magische Zeit. Nichts geht mehr. Ja, mein Plan ist voll aufgegangen. Siehst du? Wow, es ist, als ob sie tanzen würden. Ich kann es nicht glauben. Das ist fantastisch. Ja! Yeah. Wow! Lasst uns Fische und Kunst kombinieren. Noch Fragen? Ich hab's. Was hast du vor? Vertrau mir. Die sollten aber waschbar sein, Jake. Ja, das kitzelt irgendwie. Vielleicht die hier. Ja, sieht gut aus. Gib her. Wow, Jake, das ist toll. Ja, wir haben es geschafft. Was ist los mit euch? Fein. Okay, was dann? Dann, wie wäre es damit? Wo sind wir? Ich glaube, es ist ein Badezimmer. Hey Jake, ich weiß, was zu tun ist. Gib her. Dieser Fisch gehört ins Becken. Die hier auch. Jetzt, schau. Diese Fische verdienen es zu schwimmen, meinst du nicht auch? Wow, das ist ziemlich lustig, stimmt's? Ja, das ist fantastisch. Wie wäre es mit ein paar Kaulquappen? Weißt du, ich habe noch nie eine Kaulquappe gemalt. Zeit zum Schwimmen, ihr Kleinen. Wow, schau sie dir an. Das ist so lustig. Ja, Wissenschaft ist cool. Das sollte euer Gehirn auf Trab bringen. Kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Keine Ideen? Ich glaube, ich habe eine. Ich bin überfragt. Schau. Wirklich? Das geht nicht. Netter Versuch, Chloe. Ich weiß. Versuch's auf die Weise. Siehst du den Stift? Nimm die Tinte so raus. Huste dann mit deinem Mund durch. Siehst du die grüne Tinte, die rauskommt? Dann nimm deine Lieblingshaarmaske und gib sie zur Tinte hinzu. Denk daran, alles richtig zu mixen. Schau dir diese fantastische Farbe an. Versuchen wir's? Okay. Mach die erste Strähne grün. Dann wickle Folie drum. Dann mach noch eine andere Strähne lila. Ha! Ist das alles? Nein, lass das eine Weile so. Okay. Ich glaube, es ist fertig. Wirklich?
Cool. Ja, das hat total funktioniert. Das sind schöne Farben. Tada! Gefällt dir, was du siehst? Warte mal. Wow, ich bin eine Regenbogenprinzessin. Tja, das ist so cool. Du solltest darüber nachdenken, das beruflich zu machen. Vielleicht. Ach, ich muss was trinken. Oh, ja. Ah. Könnt ihr einen anderen Weg, sie zu schließen? Los. Das ist interessant. Was ist mit der Serviette? Wir müssen nur die Serviette rollen. Leg sie flach auf den Tisch, falte sie und rolle sie dann wie einen kleinen Burrito. Siehst du? Und der Stöpsel ist fertig. Voila! Das ist ganz einfach, Chloe. Das scheint nicht zu funktionieren. Schau mal. In der Sekunde, in der ich sie kippe, beginnt das Getränk auszutropfen. Siehst du, das funktioniert nicht. Hey, du hast eine Sauerei gemacht. Aha, versuchen wir das nochmal. Du musst die Flasche vollständig füllen. Mach weiter, bis sie ganz voll ist. Leg die Serviette oben auf die Flasche. Bist du sicher? Ja, schau. Nicht schlecht. Ja, das funktioniert jetzt. Schau genauer hin. Okay. Ah! War das wirklich nötig? Ja. Okay. Das war irgendwie genial. Das war lustig. Lass uns das Rad drehen. Wo wird's wohl stehen bleiben? Ein Regenbogen. Wie aufregend. Wow, wo kam das denn her? So viele Puppets auf einmal. Wow, Sarah, sieh mal da. Wow, ich bin ganz schön neidisch. Eine Glocke? Ist das alles? Okay, dann muss ich sie vielleicht läuten. Oh, wow. Ein tanzendes Einhorn. Echt cool. Danke, Mr. Einhorn. Bye. Einhorn-Cornflakes. Lecker. Sieht wirklich lecker aus. Los geht's. Wow, ich habe noch nie so viele Puppets gesehen. Das wird richtig lustig werden. Hört das auch nochmal auf? Noch mehr. Träume ich etwa? Es ist wieder voll. Das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Das macht echt Laune. Okay, ich bin dran. Zum Glück habe ich immer eine Schüssel und Milch dabei. Okay, bin bereit. Oh, so bunt. Das schmeckt bestimmt richtig gut. Perfekt. Mindy? Alles okay? Alles gut. Okay. Ich bin gleich bei dir. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Sollen wir zusammendrehen? Blau. Sieh mal, ein Ring. Ich habe eine Limo. Ob der mir passt? Passt wie angegossen. Endlich habe ich meine Traumfrau gefunden. Willst du mich heiraten? Ach du. Danke, meine Liebste. Das ist meiner. Hey, lass los. Nam, 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 nam. Hör auf. Ciao. Das war mega weird. Er hat meinen Ring geklaut. Das war irgendwie lustig. Okay, ich probiere mal einen Schluck. Das wird sowas von gut. Wow, sieh mal, wie blau das ist. Und es fehlt noch eine Geheimzutat. Ein Hauch magischer Staub. Und rein damit. Ach, warum geizen?
Ich brauche einen Strohhalm. Und gut umrühren. So ist es gut. Echt mega hübsch. Yummy. Mindy? Er hat meinen Ring geklaut. Ich bin so traurig. Ich habe noch einen Strohhalm. Ich teile die Limo mit dir. Mindy, probier mal. Wirklich? Wow, echt gut. Ah. Okay, wer fängt an? Ich. Welche Farbe wohl kommt? Rot. Wow. Nicht übel. Brumm, brumm. Und was ist das hier? Das sieht sehr spaßig aus. Und wofür ist dieser Knopf gut? Wow, da fliegt es davon. Wow. Ups, sorry. Das war nicht gut. Ich probiere mal die Süßigkeiten. Boah, sind die winzig. Schmecken aber echt gut. Und nun gönne ich mir den Rest. Boah, echt lecker. Oh, ich will auch Süßigkeiten. Meinst du, er kommt wieder zurück? Hey, da sind ja Süßigkeiten. Die habe ich ganz übersehen. Wie die wohl schmecken? Rein damit. Sowas von gut. Hey, wem gehört das hier? Mir nicht. Das gehört ihr. Sarah. Oh, echt jetzt? Bitteschön. Danke. Oh, cooles Bike. Es fehlt aber noch eine Sache. Nein, bitte nicht. Nein, das war ein Unfall. Stopp. Hä? Cool. Das ist ja mega. Danke, Mr. Alien. Warte mal. Was machst du da? Ich mache eine Spritztour. Aber das wird mir keiner glauben. Abgefahren. Darf ich drehen? Na klar, nur zu. Lila. Ein Handy. Wie niedlich. Nice. Wow, cooles Handy. Wow, ich liebe diese Challenge. Selfie. Ist das nicht süß? Hey, das ist unfair. Ich habe die Regeln nicht gemacht. So geht das nicht. Ich muss jemanden anrufen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist dringend. Verhalte dich unauffällig. Was? Da ist sie. Wie du meinst. Die Kamera liebt mich. Was ist passiert? Genial. Danke. Mein Geld. Wow, ich muss dafür zahlen? Das war's mir wert. Danke, bye. Hast du das gemacht? Das ist voll gemein. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist doch nur ein Spielzeug-Handy. Warte, ist das Schokolade? Gar nicht mal so übel. Das könnte ich immer essen. Oh nein, nicht im Ernst. Oh, ich hab's. Das ist ein Lutscher. Mann, riecht der gut. Und wie schmeckt der? Voll gut. Ich bin dran. Pink. Wow, Rosen, wie romantisch. Und sehen lecker aus. Wie schmecken die? Wow, einfach mega gut. Wow. Hallo? Ich warte. Ach, das ist typisch. Ich hatte echt noch nie so viele Rosen. Ich habe eine Idee. Das wird gut. Was macht Mindy denn da? Ich brauche Klebeband. Tada! Eine Rosenkrone.
so wunderschön. Wie lange dauert das denn noch? Endlich! Spaghetti? Mal probieren. Wow! Ist das alles? So ein Jammer. Mir doch egal, ich mag Spaghetti. Wart's nur ab. Und wie sehe ich aus? Echt hübsch, oder? Mmh, Erdbeeren. Mmh, lecker. Ich will mehr davon. Schicke Frisur, sag mal. Finger weg. Na gut. Die Sendung fängt gleich an. Schalt ihn ein. Oh, ich liebe sie sehr. Sie ist das beste Regenbogeneinhorn aller Zeiten. Also gut, meine kleinen Stallfreunde. Seid ihr bereit, mit dem Kochen anzufangen? Werden die Farbe Pink verwenden. Zeigt mal, was ihr alles habt. Gut, dass wir im ganzen Haus nach pinkem Essen gesucht haben und fündig geworden sind. Das sieht toll aus. Die nächste Farbe, die wir brauchen, ist blau. Habt ihr denn blaues Essen, das wir nutzen können? Yes, ich wusste, dass sie heute blau nehmen wird. Ich bin mit blauen Snacks bestens vorbereitet. Ich auch. Sehr gut. Sehr gut, okay, welche Farbe kommt als nächste? Wie wär's mit Orange? Was habt ihr alles in Orange? Wir haben jede Menge oranges Zeug, Snacks und Getränke. Wir haben uns sehr bemüht, alles zusammenzutragen. Bravo, das ist eine schöne Sammlung von Regenbogenessen. Und jetzt werdet ihr das schönste aller Regenbogenessen zubereiten. Hä? Was passiert mit unseren Snacks? Und mit uns? Oh weia, wo sind wir? Und guck uns an! Oh, das gibt's doch nicht! Wir sind im Fernsehen mit unserem Lieblingseinhorn! Hallo ihr zwei, ich hoffe, ihr seid bereit für meine Challenge. Ach herrje, ich liebe Donuts über alles. Aber bunte Donuts sind viel besser. Findet ihr nicht auch? Oh ja, ich glaube, das wird unsere erste Challenge. Ich weiß, was zu tun ist. Warte einfach. Was? Du nimmst mir immer alles weg. Oh wow, du rührst ja schon den Teig an. Ja, ich weiß. Das ist nur, weil ich gut im Backen bin. Jetzt gieße ich den Teig einfach in dieses Glas. Das dürfte reichen. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Wir fangen mit Blau an. Dann nehme ich den aus dem Glas. Und quetsche den Beutel, damit alles durchgemischt wird. Gut, und jetzt zur Donutform. Ich drücke einfach verschiedene Farben in die Form. Die werden bestimmt hübsch aussehen, das weiß ich. Ich habe genug Teig gemacht, um alle Formen zu füllen. Ich muss nur noch in die letzte gelb machen. Sie sehen toll aus. Schieben wir sie gleich in den Ofen. Ich muss mein eigenes Ding machen. Gut, dass ich Material dafür habe. Ich muss nichts Neues zubereiten. Ist doch langweilig und dauert. Ich habe ja schon kleine Donuts, die muss ich nur noch anmalen. So süß und auch hübsch. Ich weiß gar nicht, welche Farbe mir am besten gefällt. Streusel müssen auch noch drauf. Papierschnipsel sollten aber reichen. Ich kann es nicht fassen, wie süß die sind. Ich weine gleich. Ich muss einen probieren. Komm her, Greenie. Au! Fertig. Sie haben lang genug gebacken. Mmh, sie riechen wirklich gut. Und sie sehen schön bunt aus. Okay, aber ohne Dekoration sind es keine Donuts. Ich nehme einen raus und tauche ihn in die Glasur. Und dann geht es weiter zu den Streuseln. Wow, die sehen so süß aus. Meine kleinen Regenbogen-Donuts. Boah, ich hasse meine Donuts. Sie tun meinem Zahn weh. Oh wow, deine Donuts sehen fantastisch aus. Du bist verhaftet wegen unerlaubten Betretens. Warte. Riechst du das auch? Ja, das riecht gut. Warte, sie ist weg. Dann kann ich jetzt verschwinden. Irgendwo von hier kommt es. Der Geruch kommt von diesem Tisch. Ups, ich glaube, ich verstecke mich mal kurz. Einer von euch hat doch was angestellt, oder? Na gut, ich gestehe. Ich war es, die die Schatzkammer ausgeraubt hat. Ich schätze, sie nehmen mich auch gleich mit. Was zur? Sie hatte das ganze Gold und Geld einfach so in ihren Taschen? Hm, wer auch immer diese Donuts gemacht hat, ist ein Genie. Oh mein Gott, die sind so gut. Die besten Donuts, die ich je hatte. Hey, was hast du da alles? das ist nichts. Ich räume das mal schnell weg. Naja, wenn du das sagst. So leckere Donuts. Ja, und ich bleib noch ein bisschen in Deckung. Huch, das war aber ganz schön knapp. Oh, auf ein leckeres Ei will niemand verzichten, vor allem nicht zum Frühstück. Okay, macht mir ein paar Eier. Eier? Wirklich? Ugh, das klingt gar nicht lustig. Na, lass uns erstmal nachgucken, was hier drunter ist. Echt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5? Okay, ich hab's. Und weg ist sie. Hm, was mache ich mit dieser Challenge? Oh, ich habe eine Idee. Allerdings brauche ich ein paar Zutaten. Hallo? Ja, eine Lieferung. So schnell es geht, bitte. Oh, da ist sie ja schon. Schön, dass es so schnell ging.
Okay, ich habe meine Eier. Die muss ich aufschlagen. Und das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt gieße ich das Eiweiß in meine kleine Vorrichtung. Und gebe ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Das rühre ich mit einem Holzstäbchen um. Fertig. Was für ein schöner Blauton. Dann kommt dieses kleine Ding da rein und der Deckel oben drauf. Der muss für den nächsten Schritt richtig zu sein. Denn das ganze Teil kommt jetzt in einen Topf mit Wasser. Das Wasser muss kochen, damit das Eiweiß gar wird. Natürlich ist es nicht mehr weiß, weil ich es ja eingefärbt habe. Machen wir eins auf und gucken, wie es geworden ist. Wow, schau dir das an. So blau. Und das Herz hat seine Form behalten. Jetzt kann ich das Eigelb dazu gießen. Aber auch das Eigelb muss gegart werden. Also ab zurück in den Topf damit. Das sollte reichen. Holen wir sie raus. Los geht's. Super, sie sind perfekt geworden. Ich hole sie alle raus und lege sie auf den Teller. So viele Farben und Formen. Das ist toll. Das sind definitiv Regenbogeneier, genau wie sie wollte. Wow, die sehen toll aus. Augenblick mal. Hä? Huh? Komm schon, du dummer Vogel. Hey, guck dir den Vogel an. Wir sollten Regenbogeneier machen und kein Vogel? Hä? Huh? Eier? Oh, das Memo habe ich nicht bekommen. Egal, ich habe jetzt diesen lustigen Vogel. Okay, was kommt als nächstes? Nudeln. Jeder liebt Nudeln, stimmt's? Aber natürlich möchte ich sie schön bunt. Regenbogennudeln bitte. Hä? Huh? Regenbogennudeln? Ich weiß nicht, wie man die macht. Was? Du hast keine Idee? Ich nämlich auch nicht. Wow, das kam aus dem Nichts. Mal sehen, was drunter ist. Hä? Hey, hier ist nichts. Das ist leer. Ach, mein kleiner Sonnenschein. Schau auf den Teller. Oh, der Teller, natürlich. Ich wusste, dass da das Zeug drauf ist. Scheinbar haben wir Instant-Nudeln bekommen. Und die Farben. Hey, gib mir das. Okay, ich habe eine Schüssel mit Wasser. Da mache ich die rote Farbe rein. So, das war's. Das sollte genug rot sein. Und jetzt wird's Zeit für die Rahmnudeln. Ich muss noch alles umrühren, um die Nudeln aufzulockern und die Farbe unterzumischen. Schau dir das an. Die Nudeln sind ganz rot geworden. Und jetzt sind sie auf dem Teller bei den anderen Farben. Sie riechen auch gut. Findest du nicht auch? Was ist das für ein leckeres Aroma? Oh, fantastisch. Hey, iss die Nudeln nicht einfach mit den Fingern. Warte kurz, ich hole schnell Besteck. Oh, Nutella, sehr gut. Was ist das da? Warum hast du mir das Herz gebrochen? Ich wollte das nicht. Wow, sie ist ein kleiner Wirbelwind. Macht mich ganz schön fertig. Sie braucht ja ewig. Wie lange soll ich denn noch warten? Nein, iss die Nudel nicht mit den Fingern. Bla, bla. Das war's. Die Nudeln gehören jetzt mir. Hey, stopp. Sie isst die Nudeln einfach auf. Oh nein, da kommt sie. Die nehme ich mit und bin weg. Ich habe Gabeln gefunden. Hä? Wo sind die Nudeln hin? Sie glaubt, sie kann sich vor mir verstecken, was? Ich muss nur dieser Nudel folgen. Hä? Oh, du hast mich gefunden. Unfassbar, dass du die ganzen Nudeln aufgegessen hast, während ich kurz weg war. Naja, nicht alle. Ich habe dir noch was übrig gelassen. Mal sehen. Hier ist meine Wolke. Boom. Das ist eure nächste Challenge. Regenbogenwolken. Total lecker, oder? Dann fang gleich an. Was? Regenbogenwolken? Wolken kann man doch gar nicht essen. Da muss ich ganz schön nachdenken, um auf eine Idee zu kommen. Stopp! Kein Wunder, dass ich nicht denken kann. Okay, erzähl mir deine Idee. Du wirst sie lieben. Schau mal, wir können diese kleine Wolkenlampe nutzen. Was? Auf keinen Fall. Die ist schrecklich. Okay, was ist deine Idee? Ganz einfach. Wir suchen uns eine Wolke, fangen sie und ziehen sie zu uns runter. Ich glaube, das könnte klappen. Also gut, diese Idee hat gewonnen. Ja, ich denke, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Muss nur noch den passenden Anzug anziehen. Helm ist aufgesetzt und ich bin bereit, eine Wolke zu fangen. Bis später. Tschüss. Und was mache ich jetzt? Ich muss mir was ausdenken. Ich hoffe, mein Gehirn lässt sich was einfallen, das ich machen kann. Wow, warum ist es hier so dunkel und leer? Ich habe Hunger. Oh, hey, da ist ja was zum Essen. Ich liebe Waffelsandwiches. Oh, das riecht so gut. Ach ja, das war nur in meinem Kopf. Aber warte mal, ich weiß, was ich mache. Ich gieße ein bisschen Teig in jede Schüssel. Das wird lecker. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche auch noch Farbe. Darum geht's ja hier. Rot kommt in diese Schüssel und dann schön umrühren. Ich mache auch blau, gelb und lila. Schon fertig. Der Teig ist bunt und bereit für den nächsten Schritt. Ich schöpfe einfach was von dem Teig ins Waffeleisen. Aber nicht zu viel. Ich will ja eine Regenbogenwaffel machen. Da müssen also auch noch die anderen Farben rein. Fertig. Und jetzt lassen wir die Waffel backen. Tada! Meine Regenbogenwaffel ist fertig. Und jetzt noch Schlagsahne. Ich habe kleine Wolken auf meinen Regenbogen gemacht. Streusel müssen auch drauf. So viele lustige Farben auf dem Teller. Das gefällt mir. Okay, das sollte jetzt reichen. Ich bin fertig. Juhu! Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Oh, du bist schon zurück von der Wolkenjagd. Wie lief's denn? Super, schau dir meine Wolke an. Hey, wo ist sie hin?
Mist. Wow, hast du die Regenbogenwaffel selbst gemacht? Gib schon her. Kaum zu glauben, dass du die ohne mich gemacht hast. Schmeckt aber gut. Warte, die ist eigentlich für... Naja, du kannst sie haben. Gute Arbeit, alle beide. Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich Hellrosa. Die ist sehr schön. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Eine Regenbogenparty? Das wird super, ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank, was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh Moment, meine Farben, das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten, das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und mal damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel. Die kommen hier hin. Das sieht gut aus, aber es ist eine Regenbogenparty. Es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits im Einsatz ist. Perfekt, auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool! Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Ich hab's. Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wär's mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh my gosh, die blauen Sommersprossen sind voll putzig. Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogen-Make-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter. Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht's richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Das Wasser ist nun heiß genug für die Suppe. Ah, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Das schmeckt auch echt gut und ist wohltuend. Mal sehen, was es in der Glotze so gibt. Ich schalte besser um. Hey, ihr da draußen, heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt mit! Das ist mein Partyraum und hier spielt ein DJ rund um die Uhr. Ein DJ. Sieht funky aus. Hä? Oh, mein Fernseher spackt ab. Na los! Und das ist mein Büro mit meinem neuen PC und meinem Gaming-Lenkrad. Yep, ich bin die Beste. Wenn ich mich vom Stress erholen will, nehme ich ein Bad. Wow! Heiß! Und wenn ich müde bin, decke ich mich einfach mit meinem Geld zu. Alter, ich sollte aufhören, das zu schauen, sonst werde ich noch neidisch. Ich sollte mich erstmal sauber machen. Ich wünschte, ich hätte solche Badebomben. Aber stattdessen muss ich nun diesen kratzigen Schwamm benutzen. Oh Mann, jetzt ist mir auch noch die Seife runtergefallen. Wo ist meine Seife? Da ist sie ja. Komm zurück. Diese bunten Badebomben gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, ich beginne mit einer leeren Schüssel und gebe Backpulver hinzu. Das gebe ich in die Schüssel. So viel sollte reichen. Fehlt nur noch etwas Zitronensäure. Und es kommt noch etwas Kokosöl hinzu. Das duftet. Nun vermische ich die Zutaten miteinander. Das Pulver wird etwas klumpig. Perfekt, ich habe eine große und viele kleine Schüsseln. Für die Farbe brauche ich Lebensmittelfarbe. Das wird richtig schön. Das vermischt sich gar nicht so einfach. Ich muss echt weiterrühren. Zeit für die Silikonformen. Die Schüssel mit dem weißen Pulver habe ich glatt vergessen. Ab in die Form damit. Ich gebe das Pulver mit einem Löffel in die Form hinzu. Okay, und nun will ich die Farben hinzufügen. Die bedecke ich dann noch mit mehr weißem Pulver. Sehr gut, die bunten Stücke werden nun bedeckt. Die Oberfläche bespritze ich mit etwas Antiseptikum, damit es zusammenhält. Soweit, so gut. Und nun kann ich es aus der Form nehmen. Okay, ich kann es kaum erwarten, diese Badebomben zu benutzen. Meine Badebombe ist noch viel besser, weil ich sie selbst gemacht habe. Ab ins Wasser damit. Wie das blubbert und schäumt. Seht nur, da sind die ganzen Regenbogenfarben. All diese Farben machen mich so glücklich. Zum Glück habe ich die Suppe verschüttet. So ein toller Tag. Hey, was ist los? Wo bist du? Sorry, ich bin schon unterwegs, versprochen. Oh nein, so viele bunte Kleidung. Und ich bin ganz in Weiß. So lassen die mich bestimmt nicht rein. Oh nein, ups, das ist echt übel. Moment, bist du das da drüben? Hey, siehst du mich? Ich muss schnell was unternehmen. Kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, in der Mülltonne?
Das ist das allerletzte, aber meine einzige Möglichkeit. Aus der Bahnmülltonne, hier komme ich. Das war er sicher nicht. Phew, das war echt knapp. Sie hätte mich beinahe gesehen. Voll eklig hier drin. Au, was zum Geier? Meine Künstlerkarriere ist offiziell im Eimer. Hä? Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht wahr, Glitzer. Okay, ich habe eine Form und gieße Glitzer hinein. Das Rot sieht echt schön aus. Ein Streifen davon reicht. Nun kommt noch goldenes Glitzer hinzu. Was für ein Glitzerregen. Grün als dritte Farbe passt spitze und die restlichen Farben auch. Nun drücke ich meine Hand in das Glitzer. Na sieh mal einer an, wie schön das glitzert. Okay, so kann ich mich wieder zeigen. Jetzt zu meinen Händen. Yeah, mit der richtigen Brille ist der Look perfekt. Zeit für die Party. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Babe, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Unfassbar, dass du mich so lange hast warten lassen. Ja, aber was sagst du zu meinem selbstgemachten T-Shirt? Oh, das hast du selbst gemacht? Wow, das ist echt beeindruckend. Hey, wir sind bereit für die Party. Ich werf mal einen Blick auf euch. Okay, ihr dürft rein. Ich bin so gespannt, was man uns heute präsentieren wird. Oh, da ist die erste Teilnehmerin mit ihrem Gericht. Okay, also zeig uns mal, was du für uns zubereitet hast. Ja, okay, also ich habe meinen Lieblingsnachtisch gemacht, die Bananenbrotparty. Was zum Geier ist das? Wie Sie sehen können, habe ich alles garniert. Ich wollte, dass das Essen und die Farben für sich sprechen. Das ist nur Frucht und Süßkram. Hier kommt dein Ergebnis. Wie bitte? Wollen Sie mich mit dem Ergebnis beleidigen? So, der nächste Teilnehmer bitte. Hallo, hallo, das ist mein erstes Gericht. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich koche schon seit meiner Kindheit, wissen Sie? Ach ja, mein Gericht natürlich. Hier ist es. Ich habe ein Marshmallow-Minzbonbon getränkt in Karamellsoße. Was? Liegt da überhaupt irgendwas auf dem Teller? Das ist ja winzig. Er redet ja auch immer noch. Sowas von anstrengend. Was? Ist das wirklich mein Ergebnis? Oh. Ich hätte mir mehr von diesem Wettbewerb erhofft. Alles gut. Mir geht's gut, Leute. Aber ich glaube, ihr habt mein Gericht nicht verstanden. Hi, ich bin auch noch da. Ein Kind? Wirklich? Als ob ein Kind bei uns mithalten könnte. Okay, also hier ist mein Gericht. Wow, das ist ein wunderbarer Regenbogenkuchen. Der ist absolut überwältigend. Regenbogenfrosting ist ganz einfach. Nimm dein buntes Frosting und ordne es nebeneinander auf einer Folie an. Nimm so viele Farben, wie du für deinen Regenbogen willst. Genau so. Und zu guter Letzt noch etwas lila. Nun rolle ich das mit der Folie zusammen. Die Folie muss eng zusammengerollt werden, aber nicht zu eng. Die Farben sollten sich nicht vermischen. Nun schneide ich die Spitze ab. Und dann kommt die Folie mit den Farben in einen Spritzbeutel. Okay, wir sind bereit, den Kuchen zu dekorieren. Hier kommt das Regenbogenfrosting. So cool, es hat geklappt. Sieht echt gut aus, oder? Und nur noch etwas hier und da. Der Rand ist fertig. Die Mitte sieht noch etwas undekoriert aus. Es geht hier schließlich um einen Wettbewerb. Alles muss also perfekt sein. Tada, mein Kuchen ist fertig. Gefällt er euch? Unglaublich, der Kuchen wurde unmöglich von ihm gebacken. Und hier ist dein Ergebnis. Juhu! Was? Soll das ein Witz sein? Wie ist das nun möglich? Oh, mach langsamer. Ja, wow. Ich bin der ultimative Champion. Nein, mein Lollipop. Warte kurz. Er ist hier runtergerollt, oder? Ich fühle ihn nicht. Was? Was zum... Ups, sorry. Wo ist er? Was ist das? Das ist nicht gut. Da ist ein Lollipop, Liam. Sind ihm etwa Haare gewachsen? Den kann ich nicht mehr essen. Das kannst du wohl laut sagen. Oder etwa doch? Na? Nein, vergiss es. Liam, komm schon. Warte kurz. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich habe Lust auf einen Snack. Aber natürlich. Schneide wie ich ein Stück Apfel ab. Tunke ihn in Joghurt.
Streue bunte Zuckerstreusel darüber. Warte, bis sie trocken sind und genieße sie. Oh, Liam, ich habe einen Lollipop für dich. Oh. Vergiss, was du gesehen hast. Oh, yay. Ist einen Lollipop mit mir. Der ist viel größer als mein gelber Lutscher. Und saftiger. Gut, dass du gleich mehr gemacht hast. Die sind fantastisch. Wow. Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack. Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah. Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Poppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Willkommen auf der Party, Leute. Lass uns auf die Gäste warten. Yeah. Willst du Süßigkeiten essen, während wir warten? Nur gelb ist doch langweilig. Die Party hat auch das Motto grün, Emma. Siehst du? Das macht schon mehr Sinn. Du glaubst, grün wäre besser? Gelb kommt in die Mitte. Grün. Ja. Ach ja? Na, warte du. Ich bin bereit für eine Challenge. Bist du dir da ganz sicher? Ah! Das ist unfair. Gelb ist doof, Emma. Nein! Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh je. Wir müssen nochmal von vorn beginnen. Es sei denn, ich hab's. Willst du die Farben miteinander vermischen? Lass grün als erstes schmelzen. Dann gibst du Schlagsahne hinzu. Ist das vermischt, gießt du es in geneigte Gläser. Füll die Gläser nicht komplett auf. Dann gibst du das Gelb hinzu. Lass sie abkühlen und genieße sie. Juhu! Hat hier jemand Lust auf Süßigkeiten? Zitronen- und Limettengeschmack. Lasst es euch schmecken. Die sind fest. Die muss man rauslöffeln. Mmh. Ran an die Löffel. Was für eine Party. Ach, ich habe so große Lust auf Brot. Zeit für einen Toast. Während es toastet, schneide ich Butter. Oh, naja. Sind sie fertig? Die sind gut durchgetoastet. Oh, jetzt kommt die Butter drauf. Ich liebe viel Butter. Wieso löst sie sich nicht vom Messer? Hallo? Hör auf zu kleben, okay? Oh, das ist unmöglich. Runter mit dir. Ruhig bleiben. Jetzt geht es dir an den Kragen. Dann mal los. Emma, was ist denn hier los? Jetzt kommt die harte Tour. Ha! Und Netz! Okay. Wow, beeindruckend. Sie sind immer noch dran. Nochmal. Noch ein Apfel? Ha! Wow. Voll cool.
probiere es mit einer Kiwi und Orange. Hat hier jemand Obstsalat bestellt? Wir haben nämlich frisch gemachten Obstsalat für euch. Ah! Eine noch. Hiya! Echt jetzt? Was hat die Butter für ein Problem? Ich habe eine Idee. Wickel die Klinge in Wachspapier ein und die Butter wird nicht mehr festkleben. So kann man die Stücke sofort benutzen. Stelle sie am besten in einen Behälter. Leg sie auf eine Toastscheibe und verteile die Butter. Guten Appetit! Und dann gebt ihr Mehl hinzu. Gibt es noch Fragen? Seid ihr noch wach? Ja, Sir. Okay, passt gut auf. Seht ihr die? Eure Aufgabe ist es, Sandwiches zuzubereiten. Na los, fangt an. Okay, dann mal los. Halt, was muss ich machen? Ich befolge keine Rezepte. Ich benutze einfach das, was mir gefällt. Hey, schummeln ist nicht erlaubt. Langweiler. Ich kann bestimmt abschauen. Oh nein, sein Glas. Ich fange es. Ja, hat das jemand gesehen? Ich behalte das Glas einfach. Und vielleicht benutze ich es sogar. Zuerst staple ich die Zutaten übereinander. Und steche sie mit dem Glas aus. Nun kommt der lustige Teil. Tunke es in Ei und Mehl. Noch mehr Mehl. Noch mehr. Und jetzt wird es frittiert. Schaut mal, wie das blubbert. Aufschneiden und das Fleisch mit dem Käse genießen. Einen Dip gibt es dazu auch. Hey, Herr Lehrer, ich bin fertig. Und die Zeit ist um. Was in Himmels Namen ist das? Bellissimo, fantastisch. Naja, ich bin eben eine gute Köchin. Bist du noch nicht fertig, Leon? Was? Was? Das nächste Mal kriegst du auch einen. Steht das auch im Rezeptbuch? Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.